Herzlich willkommen zur Analyse meiner Partie aus der Bundesliga gegen Großmeister Livio Dieter Nisipiano, einer der stärksten deutschen Spieler mit einer Elo von 2,640. Wir spielten am Sonntag, vergangenen Sonntag, gegeneinander im Match mein Team Bayern München gegen das Team USV Dresden in der Bundesliga. Und wir haben am ersten Brett gegeneinander gespielt. Es war unsere sage und schreibe achte Partie bereits gegeneinander. Und bisher ist unser Score ausgeglichen. Drei Remisen, zweimal habe ich gewonnen, zweimal habe ich verloren. Und auf jeden Fall gibt es immer sehr spannende Partien. Von daher freue ich mich darauf, euch jetzt diese Partie vorzustellen. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere von euch an die Partie aus der österreichischen Liga, wo ich ganz knapp entkommen bin. Auch komplett haarsträubende Partie. Also wir steigen jetzt ein hier. Ich spiele mit den weißen Steinen, öffnete natürlich mit E4, C5, Springer F3, E6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4, sizilianisch auf dem Brett, Springer F6, Springer C3, Springer C6, 4 Springerspiel. Und das hatte Nisipiano tatsächlich auch schon gegen mich gespielt im Jahr 2020 beim German Masters. Und da hatte er mich ein wenig mit überrascht. Und ich hatte damals die kritische Variante gespielt, auf C6 zu schlagen und E5. Und er hatte da eine Nebenvariante vorbereitet. Es gab ein Figurenopfer von seiner Seite und letztendlich habe ich die Partie verloren. Davon bin ich ein bisschen traumatisiert gewesen. Und ich dachte mir, ich muss mir irgendwas hier anderes zurechtlegen. Beziehungsweise ich wollte was anderes spielen. Vielleicht haben manche von euch die Partie gesehen gegen Markus Ragger. Da habe ich Läufer E2 gespielt und hatte auch eine ganz gute Vorbereitung, aber das konnte ich jetzt nicht wiederholen, das hatte sich Nisipiano natürlich angeschaut. Und deshalb habe ich hier damit die 3 gespielt, was auch ein seltener Zug ist. Aber ich habe mein Ziel erreicht, ich habe ihn damit überrascht. Den Zug kannte er nicht und er dachte jetzt schon, wie lange dachte er hier nach? Ganze 18 Minuten dachte er über seinen nächsten Zug nach. D6 kann man machen, Schwarz kann viele Züge spielen. Man kann Läufer B4 machen, Dame C7. Man kann D5 spielen, D5 ist, denke ich, der beste Zug für Schwarz. Und er spielt ja D6. Und jetzt haben wir tatsächlich Zugumstellung zur Richter-Rauser-Variante. Einmal, um das zu verdeutlichen, wir könnten hierhin auch gelangen, wenn Schwarz an dieser Stelle D6 spielt, D4, tak, tak. Hier, das ist die sogenannte klassische Variante und jetzt Läufer G5, die Richter-Rauser-Variante. Und wenn jetzt Schwarz E6 spielt, ist damit D3 so ein Modezug, den ich tatsächlich auch schon vor anderthalb Jahren gegen Etienne Bacro gespielt habe in der spanischen Liga. Insofern war mir das nicht ganz neu, aber ich muss sagen, ich hatte nicht die Zeit vor der Partie, mich hier mit diesen Varianten nochmal auseinanderzusetzen. Und so ein bisschen waren wir hier eigentlich beide auf uns alleine gestellt, muss man sagen. Also ich kenne ein bisschen die Ideen, aber jetzt war einfach, wir spielen Schach. Ich wusste, es ist eine anständige Variante für Weiß und ich war damit ganz zufrieden. Er spielt jetzt Läufer E7. Bacro hatte mich gegen mich Läufer D7 gespielt. Läufer E7 kann man natürlich auch machen, lange Rochade. Kurz Rochade. Und jetzt habe ich H4 gespielt, auch nach längerem Nachdenken. Wie lange habe ich nachgedacht? 24 Minuten. Stellte danach fest, dieser Zug ist auch der Hauptzug in meinen Dateien. Der Grund ist ein bisschen, wenn Weiß F4 spielt, dann kann Schwarz hier überleiten, eine Variante, wo ich mir nicht so sicher bin, wie die Bewertung ist. Also überleiten in dem Sinne, dass normalerweise die Dame auf D2 steht und nicht auf D3, aber wenn Schwarz auf D4 schlägt, macht es hier keinen Unterschied. Die Dame landet auf D4 und diese Variante wollte ich vermeiden, weil ich habe auch gedacht, das kennt er dann vielleicht wieder ein bisschen besser. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Da dachte ich mir, nee, das machen wir nicht. Und stattdessen H4 ist ein bisschen flexibler. Ist ein bisschen flexibler, weil auch der Läufer noch zurückkehren kann in manchen Varianten. Und trotzdem hat man hier gewisse Ambitionen mit dem Bauern auch nochmal vorzugehen. Auch den Läufer zu decken kann häufig sinnvoll sein. Insofern, der Zug gefällt mir gut. Er spielt jetzt Läufer D7, das kann man sicherlich machen, der Läufer wird entwickelt. Und jetzt spiele ich Läufer E2. Vielleicht wäre es besser, direkt die Dame rüberzubringen. Das ist ein Vorteil von der Dame auf D3 im Vergleich zur Dame auf D2, dass die Dame nach G3 rüber kann. Und dann gibt es manchmal die Idee mit Läufer H6 und die Dame ist so ein bisschen aus dem Weg. Ja, ich war mir nicht so sicher, wenn Schwarz Züge spielt wie Springer H5 oder vielleicht erschlagen und Springer H5. Aber das scheint ganz gut für Weiß zu funktionieren. Man kann nämlich hier einen Bauern stehen lassen. Ich habe das, glaube ich, auch kurz angeschaut. Dame H2. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, warum ich es nicht gespielt habe. Vor allem kann man den Bauern stehen lassen, weil natürlich auch der Bauer auf D6 hängt. Und es wird hier die H-Linie geöffnet.
Man setzt zwar noch nicht direkt matt, weil Schwarz mit dem Springer den Bauern deckt, aber hier schlägt man auf D6 und ihr seht, die Engine-Leiste sagt, Weiß steht bereits auf Gewinn. Aufgrund des Angriffs, vielleicht auch hier Turm D3, Turm G3 oder F4, E5 sieht auch sehr gut aus. Das klappt nicht für Schwarz. Also, Dame G3 vielleicht wäre noch eine bessere Alternative gewesen. Ich spielte Läufer nach E2 und hier spielt der Turm C8. In der Analyse war er mit diesem Zug nicht zufrieden. Und meinte, nach dem nächsten weißen Zug kann er schon fast aufgeben. Ist ein bisschen extrem, aber es stimmt auf jeden Fall, er sollte hier jetzt abtauschen. Er sollte jetzt abtauschen auf D4. Dame schlägt D4 und jetzt, gut, Läufer C6 oder vielleicht die Dame raus nach A5. Und Weiß steht sicherlich ein bisschen angenehmer, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Läufer C6 vielleicht besser. Läufer C6, ja, was will die Engine hier spielen? Turm H3. Turm A3 sieht ein bisschen komisch aus. Kann man machen. Vielleicht auch einfach mal König B1. Ja, nicht viel los eigentlich. Ungefähr ausgeglichene Stellung. Moin Horst Spiesse, grüß dich. So, weiter geht's. Läufer E2. Ich entwickle den Läufer und decke natürlich hier auch die Felder. Bereite also damit Dame G3 vor. Turm C8 und jetzt Dame G3. Ich denke, das ist ein vernünftiger Zug. Der Computer sagt sogar Springer B3 wäre auch eine gute Alternative. Aber ja, so sehr überzeugt mich das hier nicht. Dame G3. Alles klar, Katzenrosi, guten Appetit wünsche ich dir. So, Dame G3 ist jetzt ein sehr unangenehmer Zug für Schwarz. Denn Schwarz würde jetzt gerne Dame A5 spielen. Beziehungsweise, ja, Dame A5 oder Schlag und Dame A5 meine ich. Aber man muss jetzt auf verschiedene Drohungen achten. Zum Beispiel sowas wie Läufer H6 oder manchmal auch auf F6 schlagen. Also Dame A5 ist sowieso immer nicht gefährlich, genau. Solange die Springer auf dem Brett stehen, spielt Weiß einfach den Springer zurück nach B3, die Dame muss wieder ziehen und dann hat Schwarz nicht viel gekonnt. Guten Abend, Frank. So, ja, ich bin auf Platz Nummer 7 in der deutschen Rangliste, was allerdings nicht so viel mein eigenes Zutun war, sondern eher, dass Daniel Friedmann und Alexander Tonchenko Plätze verloren haben. Aber ja, ich glaube, so weit oben war ich noch nie, insofern. Danke, Hospice. So. Was kann denn Schwarz hier eigentlich noch machen? Ich hatte sowas gerechnet wie Springer E5 mit dem Springer nach C4. Das ist ein sehr typisches Motiv. Aber hier F4, Springer C4 und ich wollte jetzt E5 spielen. H5 scheinbar auch gut, aber E5, es klappt nicht gut für Schwarz. Schwarz hat nicht genügend Gegenspiel. Sieht nicht gut aus. Ich hatte auch gerechnet, falls Schwarz sowas macht wie Springer B4, vielleicht hier mit Opferideen oder sowas in der Art. Aber einfach König B1. König B1 deckt hier den Bauern auf A2. Jetzt das Opfer ist nicht besonders attraktiv für Schwarz und der Springer hat sich hier eigentlich nur verrannt. Insofern ist das auch nicht zu befürchten. Springer schlägt D4 muss eigentlich. Was gibt der Computer hier noch an? Ja, Springer E8, das sind natürlich Züge, die möchte man auch nicht unbedingt spielen. Also Springer D4, Turm D4. Und jetzt würde Schwarz eigentlich gerne Dame A5 spielen. Aber nach Dame A5, huch. Mein Zug wird hier gar nicht aufgelistet. Ha, was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ich wollte E5 spielen. Oh, das ist kein guter Zug. Das ist kein guter Zug. Also die Idee erst einmal ist, wenn jetzt Schwarz hier schlägt auf E5, dann kann ich auf die Damen tauschen und auf D7 schlagen. Das ist der Witz an der Sache. Und wenn Schwarz wieder schlägt, bekomme ich zwei Figuren für den Turm, habe das Läuferpaar. Der Computer gibt bereits plus 5, als hätte ich einen Turm mehr. Also so groß ist der Vorteil hier. Insofern ist das ja nicht spielbar für Schwarz. Aber was ich übersehen habe und was ja ein bisschen, ja, ich sollte das eigentlich nicht übersehen, dass Schwarz Turm schlägt C3 spielen kann. Ich glaube, was ich übersehen habe, ist, ha, was ist hier los? Dame schlägt C3, BC3. Warum ist denn das jetzt? Ach, das habe ich übersehen. Okay, jetzt verstehe ich. Der Witz ist, Freunde, jetzt geht Turm schlägt D7 nicht, weil Schwarz Läufer A3 Schach hat. Das Schach auf einmal, weil der Bauer nicht mehr auf B2 steht. Ja, und dann geht die Variante natürlich nicht, weil hier geht der Turm verloren. Schwarz hat einfach einen Bauern mehr und die bessere Struktur. Ach, das ist der Witz an der Geschichte. Das ist der Witz, Freunde. Ich kann hier nicht. Und auch Läufer schlägt F6, kann er auch Läufer A3 Schach spielen.
König B1 und dann E schlägt D4. Wow. Ja, das wäre eine gute Falle gewesen von Nispiano. Ich hätte das wahrscheinlich alles nochmal genau geprüft, logischerweise, nach Dame A5. Aber Dame A5 wäre möglich gewesen und dann auch der beste Zug. Ja, Turm D1 könnte Weiß jetzt spielen stattdessen, aber die Stellung wäre immer noch hinnehmbar für Schwarz auf jeden Fall. Weiß steht besser, aber so eindeutig ist es nicht. Vielleicht kann es jetzt mit F4 und E5 weitergehen. Der Gravy, guten Abend. Chess24 hat angezeigt, dass ich den Turm von D4 auf D1 zurückgezogen habe. Ja, manchmal gibt es leider so ein bisschen Übertragungsfehler, das stimmt. So. Kommen wir zur Partie. Was hat mein Gegner gespielt? Dame C7. Das war kein guter Zug. Ihr habt es gesehen, Dame A5 wäre besser gewesen. Und ja, Dame C7 auch recht schnell gespielt. Wenn die Zeiten hier. Ah, die Zeiten sind stehen geblieben, ja? Oder wie? Ja, ich glaube, irgendwas mit den Zeiten ist nicht mehr so ganz akkurat. Ich habe H5 gespielt. Der Computer gibt Turm C4 als besser, scheinbar. Ist natürlich eine typische Idee, hier mit dem Turm die Dame anzugreifen. Aber ich wusste nicht, was mir das groß bringt. Aber gut, wenn ich mir das so anschaue, jetzt Dame A5, jetzt Läufer H6, droht Matt auf G7. Schwarz muss Springer E8 machen, sonst geht die Qualität verloren. Und jetzt Turm schlägt C8, Läufer schlägt C8. Ist natürlich schon ein bisschen ungünstig jetzt mit den schwarzen Figuren. Läufer G5 zurück. Und wenn Springer F6, jetzt H5. Ja, das wäre auch eine schöne Variante gewesen, muss man sagen. Das wäre auch eine schöne Variante gewesen. Ich war mit meinem Zug eben auch sehr zufrieden. Ich dachte, H5 ist sehr, sehr stark. Aber ich hatte dabei etwas übersehen. Schwarz muss auch nicht die Dame ziehen. Schwarz könnte auch den Läufer dazwischen ziehen. Aber jetzt auch wiederum H5. Ja, gut. Es bleibt scharf. Schwarz kann D5 antworten, um die Dame zu tauschen. Hier beispielsweise den Läufer dazwischen. Die Dame zieht nach D8. Jetzt Turm D1. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also es ist gut, ihr seht es, die Engine gibt plus 1,5 hier, klarer Vorteil weiß, aber es bleibt eine scharfe Kiste. Gut, wir folgen der Partie. H5. H5 ist ein sehr lästiger Zug für Schwarz, denn ich drohe jetzt zum Beispiel H6 zu spielen, muss Schwarz mal G6 spielen. Ich drohe auch manchmal Läufer H6, also sagen wir mal, Schwarz spielt A6, dann kann ich Läufer H6 spielen und dann Läufer schlägt G7. Das ist der Witz. Der Bauer kommt jetzt nach H6 und ich drohe hier direkt matt. Schwarz kann natürlich noch Läufer F6 spielen und das verteidigen, aber es werden hier die Linien geöffnet und Weiß hat einen kostenlosen Angriff. Insofern, dagegen muss Schwarz etwas unternehmen und Nisfiano spielte D5 und als ich H5 berechnet hatte, dachte ich, dass D5 nicht funktioniert, aber dabei habe ich ein kleines Detail leider übersehen. Und zwar folgendes. Ich wollte E5 spielen. Aber nach E5 spielt Schwarz Springer E4. Klar, ich darf nicht mit dem Springer schlagen wegen Schachmatt auf C2. Aber ich dachte, gut, ich schlage mit dem Turm. Der Läufer schlägt. Abtausch, klar, sonst würde ich ja den Läufer auf E7 schlagen. Wenn Schwarz hier auf E4 schlägt, dann gewinne ich mit zwei Figuren gegen den Turm. Aber Schwarz schlägt auf G5. Und wenn jetzt Schwarz den Turm schlagen würde, dann gewinne ich sofort. Ich spiele H6, es droht Matt auf G7. Und nach G6 kommt Dame F6. Und es droht wiederum Matt auf G7. Schwarz muss die Dame opfern, um das Matt abzuwehren. Und Weiß gewinnt. Aber, und das ist der Witz, und das hatte ich übersehen, in dieser Stellung kann Schwarz einen Zwischenzug spielen mit H6, greift meine Dame an. Und nachdem ich die Dame weggezogen habe, ja, schlägt Schwarz einfach den Turm. Ich habe eine Qualität weniger. Mattangriff ist nicht in Sicht. Ich stehe hier auf Verlust. Jana, grüß dich. Schön, dass du auch einschaltest. Deshalb konnte ich das nicht spielen. Deshalb musste ich mir etwas anderes zurechtlegen. Und da hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das scharfe Läufer 4, dafür habe ich mich entschieden, oder das ruhigere Dame schlägt C7. Also die Damen hier zu tauschen und einen Bauern mitzunehmen. E schlägt D5. Ich dachte jetzt Läufer C5 und hier war ich mir nicht so sicher. Ja, der Computer gibt auch hier klar einen Vorteil, aber es ist nicht so eindeutig, wie es weitergehen soll. Also eine Möglichkeit wäre hier auf F6 zu schlagen. Schwarz schlägt wieder, jetzt Turm nach D3. Das habe ich auch berechnet. Schwarz kann jetzt nicht auf F2 schlagen, weil dann Springer E4 kommt. Doppeldrohung gegen den Läufer und die Gabel auf F6. Und deshalb würde Schwarz wahrscheinlich F5 spielen. Und jetzt könnte ich F4 spielen. Und hier, ich dachte, Schwarz hat das Läuferpaar.
ist tatsächlich eine ähnliche Struktur, die ich mal gegen Bacro hatte, in der Partie, die ich vorhin erwähnt habe. Und da habe ich sogar verloren mit Bauer mehr. Aber Weiß steht hier auf jeden Fall besser. Ob man das jetzt gewinnen kann, ist eine andere Frage. Aber es wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Vielleicht auch eine praktische Möglichkeit. Denn wir hatten schon beide recht viel Zeit verbraucht. Und dieses Endspiel ist natürlich ein bisschen leichter zu navigieren als dann das Mittelspiel mit Damen auf dem Brett. Insofern, es wäre vielleicht eine gute Fortsetzung hier gewesen. Hier an dieser Stelle meint der Computer auch als Alternative entweder Turm D2. Turm D2, dachte ich, Springer D5. Springer D5, ED5. Ja, diese Stellung ist natürlich auch immer ein bisschen besser für Weiß wegen der Schwäche auf D5. Aber gut. Muss man auch erstmal nach Hause bringen. Und D6 würde mich noch interessieren. D6 habe ich auch kurz überlegt. D6 habe ich überlegt, da war ich mir auch nicht so sicher. Jetzt Läufer schlägt D4, D schlägt C7, Turm C8, Turm D1, Läufer schlägt C3. Boah, was sind das hier für Varianten? Läufer schlägt F6, Turm schlägt D7. Jetzt behalte ich erstmal den Bauern, aber ich glaube, ich kann ihn nicht halten. Ich sitze. Schach ist Kunst auf meinem Sattelstuhl. Auf meinem bequemen Sattelstuhl. Ja, auch spannende Variante. Spannende Variante sieht wohl auch besser aus für Weiß. Aber ja, alles nicht so klar. Gut, das war hier eine wichtige Entscheidung natürlich für mich. Ich habe auch lange nachgedacht, aber ich glaube, die Zeit ist hier nicht richtig. Also ich habe nicht 47 Minuten an dieser Stelle nachgedacht. Das ist übertrieben. Ich glaube, bei Chess24 stand auch 40 Minuten. Ich glaube, so lange nicht. Aber ich habe schon länger nachgedacht. Läufer 4 gespielt, Dame auf dem Brett gehalten. Jetzt Dame B6 und jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht. Also keinen großen Fehler, aber ich ja, hab ihm Gegenspiel gegeben. Die Dame greift den Turm an. Ich muss dagegen was unternehmen. Also zum Beispiel Läufer H6 klappt jetzt nicht. Schwarz kann Springer schlägt H5 spielen oder sogar Springer G4. Ein sehr ästhetischer Zug. Die Idee ist, wenn die Dame den Springer schlägt, dann kann jetzt die Dame auf D4 schlagen und den Bauern auf G7 decken und es steht kein Springer im Weg. Aber ich habe den Turm mit Läufer E5 gedeckt. Der Computer gibt zwei gute Alternativen. Entweder erstmal H6 einstreuen, dann muss Schwarz natürlich auf das Matt reagieren und G6 spielen. Und jetzt Turm D1. Wobei ich das nicht unbedingt hier festlegen würde, weil ich habe das Gefühl, ich nehme mir auch Optionen. Also das ist besser für Weiß wegen der besseren Struktur. Aber eigentlich Turm HD1 scheint, wie ich finde, der beste Zug zu sein. Man deckt den Turm. Der Läufer bleibt flexibel, kann eben auch manchmal nach H6 gehen. Aber klar, jetzt gibt es so Züge wie Läufer C5. Und ich glaube, vielleicht Läufer C5, vielleicht hatte mir das nicht gefallen. Aber jetzt kann man Läufer E5 einfach spielen. Ja. Läufer E5 ist jetzt stark. Und nach Läufer schlägt D4. Läufer schlägt D4, wird die Dame bedroht und der Springer auf F6. Und Dame D8 würde jetzt beides decken. Aber dann kommt H6, G6 und Dame E5. Und hier kostet es auf jeden Fall Schwarz weiteres Material. Also Läufer C5 würde nicht gut gehen, weil einfach Läufer E5 hier zu starke Drohung aufbaut auf dieser Diagonale. Und Schwarz muss eigentlich die Qualität opfern mit Turm steht C3. Also Läufer C6 zum Beispiel, ja, das klappt auch nicht gut, weil jetzt sehen wir dieses Motiv, was wir schon vorhin gesehen haben mit Läufer H6. Es droht matt, Springer E8 und dann Läufer schlägt G7. Ja, das wurmt mich ein bisschen. Es wurmt mich ein bisschen, dass ich das hier nicht gespielt habe. Das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Läufer F6 jetzt sogar E5 noch hinterher. Dame C7, F4, ja, das ist gewonnen für Weiß. Das ist gewonnen. Schwarz müsste die Qualität geben mit Turm schlägt C3. Dame schlägt C3. Und der wichtige Punkt ist, dass jetzt Schwarz eben nicht Springer schlägt E4 spielen kann, denn ich kann einfach schlagen und nach D4 hängt der Läufer auf D7 am Ende. Deshalb kann Schwarz das nicht machen. Aber was soll Schwarz stattdessen spielen? Schwarz müsste Turm C8 spielen, bester Zug. Und jetzt ist die Frage, wohin es geht mit der Dame. Man könnte jetzt versuchen, die Damen zu tauschen mit Dame B3. Mal sehen, was hier die Engine meint als beste Fortsetzung. Dame D2. Läufer C5, E5. Ja, also auch hier seht ihr, wenn Schwarz die beste Verteidigung findet, dann wäre das nach wie vor keine leichte Angelegenheit. Wir kommen in dieses Endspiel.
was allerdings mit dem Läuferpaar doch deutlich besser ist für Weiß. So viel besser, plus 1,7 hätte ich nicht gedacht, aber es ist schon sehr, sehr angenehm. Ich könnte sogar noch H6 einstreuen, sieht auch gut aus. Ja, die schwarzen Felder sind extrem schwach in der schwarzen Stellung. Das wäre die beste Fortsetzung gewesen, denke ich. Ganz klar auch aus praktischer Sicht Turm HD1. Turm HD1, Schwarz muss auch erstmal dieses Qualitätsopfer hier finden, aber ich glaube, mangels Alternativen hätte Livio Dieter es wahrscheinlich getan. Aber hier hätte ich es doch, ja, das war eine große Chance. In der Partie nach Läufer E5 spielt Schwarz jetzt auch das Qualitätsopfer und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich hier falsch eingeschätzt habe. Ich dachte, glaube ich, dass ich keine Alternative habe zu Läufer E5 so richtig. Und das war verkehrt. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen länger hier noch nachdenken müssen, aber wir müssen auch berücksichtigen, wir sind hier im 15. Zug und ich habe 20 Minuten auf der Uhr. Das heißt, noch 25 Züge zu spielen, bis ich wieder Zeit dazu bekomme. Und hier leider ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen mit Läufer E5. Turm schlägt C3. Livio Dieter ergreift die Gelegenheit. Dame schlägt C3, das ist Pflicht. Nach B schlägt C3, ich hatte das nicht gesehen, aber Schwarz kann sich hier sehr schön kann das hier sehr schön lösen mit einem Damenopfer. Dame schlägt D4. Sehr schöne Kombination. Der Turm wird abgetauscht. Die Idee ist nämlich, Schwarz kann nicht auf E4 schlagen, weil dann schlägt der Turm und es droht Matt auf G7. Aber Schwarz opfert erstmal die Dame und schlägt dann auf E4 und gewinnt mit der Gabel die Dame zurück. Und im Endeffekt hat hier jetzt Schwarz einfach einen Bauern mehr und die bessere Struktur und eine Gewinnstellung. Kai de Ay hat gegen Livio Dietek im Simultan gestern gespielt. Ja, er meinte zu mir, er fährt nach Dresden, um im Simultan zu spielen. Wie ist es gelaufen? Hast du gewonnen? Kai de Ay 2021. So. Also B schlägt C3 geht nicht. Aber ich wollte es sowieso nicht spielen. Dame schlägt C3. Struktur intakt halten hat mir definitiv besser gefallen. Jetzt Springer schlägt E4 und hier muss ich auch die Qualität zurückgeben direkt. Die Dame zu halten kann nicht gut gehen. Also ich gebe zurück die Qualität. D schlägt E4 und jetzt Läufer schlägt G7. Darauf hatte ich mich auch verlassen. Ich bekomme hier einen Angriff, greife den Turm an und ja, Schwarz kann nicht Turm C8 spielen, denn dann spiele ich Dame G3. Es droht ein tödlicher Abzug und Schwarz kann aufgeben. Schwarz hat zwei Züge. Livio Dieter spielte Dame schlägt F2. Die Alternative wäre Läufer G5 Schach, König B1 und jetzt Turm C8. Das ist definitiv schlauer. Und jetzt Dame G3. Dame C5 und Läufer C3 und H6. Und hier meinte Livio Dieter zu mir, ja, spielbar, aber, und da stimme ich ihm absolut zu, diese Stellung ist deutlich leichter zu spielen, vor allem auch in Zeiten oder mit wenig Zeit auf der Uhr, als die andere Stellung. Ich kann jetzt Turm D1 spielen, bringe den Turm ins Spiel, der Läufer soll ziehen. Läufer A4, meint die Engine. Ja, aber ich habe jetzt diese Idee mit F4. E schlägt F3, kann ja, mit dem Bauern scheinbar nicht so gut schlagen, aber der König von Schwarz ist schwächer als der König von Weiß. Der Läufer ist hier sehr stark. Das ist eine gute Stellung für Weiß und definitiv aus praktischer Sicht leichter zu spielen. Livio Dieter schlug auf F2. Er opfert zum zweiten Mal die Qualität. Erst opfert er die Qualität, dann opfer ich und jetzt opfert er die zweite Qualität. Und das ist eine gute praktische Entscheidung. Gut, ich schlage erstmal die Qualität. Läufer schlägt F8. Und hier habe ich jetzt mit wenig Zeit auf der Uhr nicht die richtige Fortsetzung gefunden. Ich dachte, dass die Stellung sowieso relativ unklar ist und ich nicht vielleicht gar keinen Vorteil habe. Aber Weiß hat noch Vorteil nach dem besten Zug hier. Ich habe jetzt H6 gespielt. Aber Dame D2 ist der Weg. Und ich weiß nicht genau, warum ich diesen Zug nicht groß beachtet habe, um ehrlich zu sein. Dame D2 ist logisch. Ich decke den Läufer und greife diesen Läufer auf D7 an. Und Schwarz sollte jetzt E3 spielen. Wenn Schwarz auf G2 schlägt, dann ziehe ich einfach den Turm nach F1. Und wenn jetzt der Läufer zieht, sagen wir nach C6, ja logisch, dann ist Dame E3 sehr stark mit der Drohung Turm G1. Und das kann Schwarz nicht gut parieren. König H8 kann ich einfach den Bauern auf F7 schlagen. Insofern, hier muss Schwarz auch aufpassen, dass Schwarz nicht direkt verliert. Also E3 ist Pflicht. E3. Und jetzt sollte ich auf D7 schlagen. Schwarz schlägt auf E2. Und Schwarz hat natürlich hier einen starken Freibauern für die Qualität. Insofern ist das hier nicht leicht. Dame D1 sollte kommen. Dame zurück.
Dame Abtausch würde mir sehr helfen. Schwarz sollte Dame C4 spielen, greift den Bauern an, jetzt König nach B1. Und diese Störung ist klar besser für Weiß. Vielleicht sogar gewonnen bei bestem Spiel. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht genau. Es wird auf jeden Fall nicht leicht sein, das hier zu verwerten, aber Weiß hat gute Chancen auf jeden Fall. Und klar, das wäre, wer weiß, wie das hier ausgegangen wäre. Wir wären beide in starker Zeit noch wahrscheinlich gewesen. Wäre sehr schwierig gewesen, aber das war eine Chance. Das war eine Chance. Und die habe ich leider nicht genutzt. Und ich habe H6 gespielt und danach ist die Stellung ausgeglichen. Ja, spielt ihr jetzt Dame schlägt E2. Schwarz könnte auch Läufer C6 spielen. Das wäre ja auch ein guter Zug gewesen. Ich hätte dann vermutlich Dame A3 gemacht und hier das Remis erzwungen, was wir jetzt auch in der Partie sehen werden. Genau. Folgen wir mal der Partie. Dame schlägt E2. Ich dachte, dass ich hier noch Chancen bekomme. Ich spiele jetzt Dame G3 Schach, König H8, Dame E5 Schach. Der König muss zurück nach G8. F6 funktioniert nicht so gut für Schwarz. Nach Dame steht F6. König G8 spiele ich jetzt. Ah, nicht Turm F1. Ah, wir dachten in der Analyse Turm F1, aber jetzt spielt Schwarz Läufer schlägt H6. Das wäre fatal. Ah, Moment, das hatten wir gesehen. König B1. Ah, und hier. Wow. Hier kann Schwarz sich verteidigen gegen die Drohung Dame D8 mit Dame H5 und deckt beide Läufer. Und Schwarz steht auf Gewinn. Verrückt. Verrückt. Aber in der Bundesliga, Penguin. Aber Weiß kann die Zugreihenfolge umstellen. Spielt zuerst König B1 und jetzt die Drohung Turm F1 extrem stark. Und Weiß sollte sogar gewinnen. Was ist hier die Variante? Dame schlägt G2, Turm F1, Läufer E7. Will die Dame ablenken. Dame F7, König H8 und jetzt Dame F4, einziger Gewinnzug. Wow. Dame B8 droht vor allem auch. Hier Dame B8 und dann Dame E5. Okay. Ja, verrückt. Verrückt. Okay. Liebe Dieter, spielt einfach den König zur Seite. Dame G5 habe ich erstmal gemacht. Jetzt hier Schachs gegeben. Und hier habe ich jetzt länger nachgedacht. Meine ursprüngliche Idee, als ich diese Variante berechnet habe, war, dass ich Turm D1 spiele. Das sieht erst einmal ziemlich gut aus. Denn wenn jetzt Schwarz Läufer C6 spielt, dann mache ich auf einmal Dame G7. Kaboom! Dame G7, Laufschläge G7, Turm D8 und Schwarz wird matt gesetzt auf der Grundreihe. Das wäre natürlich sehr schön gewesen, aber mit solchen Tricks kann man einem Spitzenspieler wie Nispiano nicht schocken in der Regel. Und er hätte hier wahrscheinlich Dame B5 gespielt. Wobei, Moment, schauen wir uns das mal an. Dame B5 ist besser für Weiß. Aha. Ja, ich hatte das hier ein bisschen berechnet, Dame D8. Und jetzt hatte ich König G8 berechnet und auch das ist bei weitem nicht klar, aber Läufer E8 kann Schwarz hier auch spielen, das hatte ich gar nicht gesehen. Und jetzt müsste Weiß, denke ich, schon aufpassen, dass Weiß hier nicht schlechter steht. Aber Weiß kann scheinbar, wie uns die Engine mitteilt, hier Dame F6 spielen, König G8 und jetzt A4. A4, die Dame ablenken, Dame schlägt A4 und jetzt Dame G5, König H8 und was ist das für eine Variante? Moment. König B1 jetzt spielen scheinbar. Okay, ganz, ganz komisch. Irgendwie scheint es jetzt hier besser zu sein noch für Weiß. C4, Dame C6, Turm F1. Ach, ganz, ganz komisch. Okay, ihr seht schon, super kompliziert und ja, überhaupt nicht leicht. Und das kann auch für Weiß schief gehen, denn immerhin hat Schwarz zwei Läufer gegen den Turm. Also es kann auch einfach mal schief gehen. Und, was man auch nicht vergessen darf, nach Läufer E8 habe ich hier auch keinen Vorteil. Nach Läufer E8, jetzt geht das Opfer nicht und was würde ich jetzt machen? Ja, ich dachte während der Partie, ich könnte vielleicht B3 spielen. Oh, B3 sollte ich nicht spielen wegen Läufer A3. Ja, okay. Ja, insofern ist hier, glaube ich, nicht viel zu machen in dieser Stellung ohnehin. Also, ich habe mich für Dame F6 entschieden, Dreifachstellungswiederholung und damit Remis. Spannende Partie, leider vertane Chancen. Also vor allem die zwei Momente oder drei Momente fast direkt hintereinander, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also zum einen gab es nach D5 die Gelegenheit, hier in dieses Endspiel zu gehen, was sicherlich eine gute praktische Entscheidung gewesen wäre. Und dann gab es hier, denke ich, eine große Gelegenheit mit Turm HD1. Das, denke ich, war die größte Gelegenheit in der Partie.
Und dann nochmal am Ende, das war schon deutlich schwieriger, auch mit weniger Zeit auf der Uhr, in diesem Moment Dame D2, das abzuschätzen. Also dazu hätte es eigentlich gar nicht erst kommen dürfen, denke ich, zu dieser Stellung. Am besten, weil es schon aus praktischer Sicht deutlich schwieriger ist zu spielen. Ja, leider vertane Chancen. Ein Remis hier am Ende, natürlich jetzt auch kein schlechtes Ergebnis gegen einen starken Spieler wie Nis Piano. Aber wenn ich auf die 2650 und in die Top 100 kommen möchte, dann muss ich mehr Partien wie diese gewinnen. Ihr habt ja schon meine Partie auch gegen Gelfand gesehen. Das war natürlich hier nicht dasselbe Kaliber. Gegen Gelfand stand ich komplett auf Gewinn. Hier stand ich klar besser bis auf Gewinn, aber es war nicht so eindeutig. Aber trotzdem, diese Chancen muss ich mitnehmen. Andere Partie ging auch Remis aus. Hatte ich auch ein paar Chancen. Also am Samstag habe ich mit Schwarz gespielt. Wobei nicht so große Chancen wie in dieser Partie, muss man ganz klar sagen. Insofern zwei Remis-Partien hat für mich am Rating nichts geändert. Ich bin noch ungeschlagen dieses Jahr. Das ist das Gute, was man mitnehmen kann. Aber gut, auch erst fünf Partien gespielt. Die Qualität der Partien ist, glaube ich, auch in Ordnung. Aber ja, was fehlt, ist einfach, dass ich ein bisschen mehr aus meinen Chancen noch mache. Und dann denke ich, dann kann ich auch den nächsten Schritt hier gehen Richtung Top 100. Habt ihr irgendwelche Fragen zu der Partie, Freunde? Dann schreibt sie mir gerne rein. Danke dir, Jürgen, danke. Okay, keine Fragen, soweit ich sehe. Welches Rating ist aktuell Top 100? Eigentlich immer 2650. Immer so 2650. Wann spielst du die nächsten Partien? Wann kommen mehr Analysen? Ja, die nächste Bundesliga, das nächste Bundesliga-Wochenende ist in 2 Wochen. Ich kann natürlich nicht immer versprechen, dass ich interessante Partien spiele. Zum Beispiel jetzt meine Partie gegen Posny hier am Tag davor. Die hat jetzt hier 95 Züge. Der Großteil davon war ein Läufer ins Spiel. Ist jetzt nicht so spannend, ne, wie jetzt die Partie gegen Nis Piano. Insofern muss ich natürlich auch immer schauen, ob sich das lohnt zu zeigen und so weiter und so fort. Aber ja, ich spiele ja in der Regel doch unterhaltsame Schach. Insofern ergibt sich da schon häufiger was. Hattest du das Gefühl, besser zu stehen an Läufer 4? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja ein sehr gutes Gefühl, aber man muss auch sagen, Nis Piano hat sich ressourcenreich verteidigt. D5 war eine schöne Ressource. Auch dieses Qualitätsopfer mit Turm steht C3 ist natürlich klassisch, aber das dann auch so einzuschätzen mit dem zweiten Qualitätsopfer, dass das gutes praktisches Spiel verschafft, da hat er wirklich seine ganze Erfahrung gezeigt und hat sich hier aus dieser prekären Lage hat er sich befreien können. Sind die Top 100 realistisch, wenn man bedenkt, dass aus Indien 12-jährige GMs werden? Ist das eine Frage? Also realistisch sind sie auf jeden Fall. Kannst du noch eine Runde blitzen? Ja, klar, es geht jetzt weiter. Der Stream hat doch gerade erst angefangen, Freunde. Was denkt ihr denn? KDI, ich spiele gegen, ja, ich will zu 8 knacken. Also wenn du über 2,6 hast, können wir gerne spielen. Aber ansonsten werde ich gegen, ja, gegen sehr starke Spieler spielen online. Das ist heute die Idee. Ja, danke für Sheep, fürs Reinposten. Genau, ich packe mal den Link. Ich packe mal den Link in die Beschreibung. Dann könnt ihr das da auch sehen. Und es war, glaube ich, vorhin die Frage, ob das Video, die Analyse dann auch wieder als YouTube-Video erscheint. Na klar. Na klar. So. Okay. Dann spielen wir jetzt und versuchen die 2,8 zu erreichen. Da fehlen nämlich auch gar nicht mal mehr so viele Pünktchen. Da fehlen gar nicht mal so viele Pünktchen. Okay. Gab es noch irgendwelche Fragen? Kannst du eine Runde blitzen? Ja. Okay. F3 aller Karlsen. Nee, mach doch mal Road to 2,8 Real Life, Ela. Ja, PhD. Mich wird schon. 2,650 würde mich schon sehr froh machen. Alles Weitere kann man dann sehen. Ne? Zuerst mal die 2,650, dann schauen wir mal weiter.
Ja, Vincent rasiert. Vincent rasiert, Matthias rasiert auch, aber Vincent ist, der gewinnt einfach eine Partie nach der anderen, ne? Also wenn wir uns das mal anschauen hier, 27chess.com. Also ist schon, könnt ihr es gut sehen? Ah, nee, könnt ihr nicht, ja. Jetzt. Da. Wenn wir hier Top 100 gehen. Der Vincent, der kommt nach oben. Na, wo ist er denn? Wo ist er hier? Plus 14 schon wieder. 2680. 2680. Der geht steil nach oben Richtung 27. Das ist schon sehr beeindruckend. Gewinnt einfach hier. Nur Siege. Nur Siege. Seht ihr das? Achso, ihr seht das gerade nicht, ne? Hier. Vier Partien in der Bundesliga, vier Siege. Bam, bam, bam. Ist schon sehr beeindruckend. Und Matthias Blühbaum, 2670, ist natürlich auch. Ist auch stark, ist auch stark, ja. Ja, insofern mal sehen, wo es hingeht. Vielleicht spiele ich auch bald gegen Vincent. Oder wahrscheinlich sogar. Denn Vincent spielt am ersten Brett. Für Deizisau, ich spiele am ersten Brett für Bayern. Insofern, wenn unsere Teams aufeinandertreffen, dann glaube ich, kommt es zum Duell. Ja, okay. Ja, bleibt weiter ausgeglichen, aber ich wäre auch gerne in Führung gegangen. Echter Heider. Ich wäre auch gern in Führung gegangen. So, jetzt müssen wir mal hier was umstellen. Da muss ich mal schauen kurz. Gib mir eine Sekunde. Wir brauchen noch das hier, denke ich. Brauchen wir das hier oder brauchen wir. Ah, wir brauchen das hier. Okay. So. Müssen wir mal rüberrutschen wieder. Okay. Sieht doch ganz vernünftig aus, oder? Kann man nehmen. Kann man nehmen? Sind die Koordinaten ganz drauf? Nee, nicht ganz. So, jetzt. Okay. Ja, na klar, Tiger 200. Wenn die 100k da sind, dann geht's wieder gegen die Zuschauer. Ist doch logisch. Das machen wir auch immer beim Abonnenten-Spezial. Ich habe keine Angst für Vincent, nein. Ich freue mich einfach, gegen starke Spieler zu spielen. Und deshalb spiele ich ja auch am ersten Brett in der Bundesliga. Und ja, gegen Vincent ist das genauso. Und ich denke auch, dass ich mit Vincent mithalten kann. Aber wird natürlich nicht leicht, ist ja klar. So, jetzt. Jetzt gehen wir rein. Wir sind da. Wir gehen rein. Neue Partie 3 plus 2 spielen wir ja immer am liebsten. Ist natürlich immer die Frage, ob wir da jemanden finden. Was ist denn jetzt passiert? Ich muss hier auf jeden Fall die Maus wechseln. Die Maus, die ist schon wieder am Rumspinnen, ne? Die ist am Rumspinnen. Ich habe immer eine zweite. So, Wertungsbereich. Was machen wir denn hier? 100 Punkte? Okay. Mal sehen, ob wir jemanden finden. Ja, Matthias, ich spiele tatsächlich nicht in Dortmund. Ich weiß nicht, ob ich noch auf der Liste stehe, aber ich habe abgesagt, weil ich in Biel spiele stattdessen. Ja, tatsächlich. Das ist leider zeitgleich. Sehr schade. Es gibt irgendwie nicht so viele starke Turniere und dann finden Dortmund und Biel gleichzeitig statt. Das ist eigentlich sehr schade. Danke dir, Doppel-Doppel-Dackel. Ach, du warst dabei oder was in München? Die Bundesliga-Partien finden immer an einem Wochenende statt. Genau, es gibt immer eine Heimmannschaft, vier Teams, jedes Team hat einen Reisepartner und dann spielt man gegen zwei Teams, zwei Partien und das war's dann. Genau. Also nächstes Mal sind es in Aachen, spielen wir gegen zwei Teams, ich weiß gar nicht, gegen Aachen und gegen noch irgendein anderes Team. Und was mache ich denn jetzt hier? 150? Ja, ich habe mich gegen Dortmund entschieden. Hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal erklärt oder erwähnt. Oder vielleicht vorletztes Mal im Stream. Denn gleichzeitig findet in Biel ein Turnier statt, was deutlich stärker besetzt sein wird. Und für mich ist es letztendlich am wichtigsten, dass ich gegen so starke Gegner wie möglich spiele. Und wenn ich an eins oder zwei gesetzt bin, wie es jetzt aktuell der Fall wäre in Dortmund, dann ist das natürlich nicht möglich, logischerweise. Und ja, es war mein Fehler, dass ich da relativ früh meine Zusage gegeben habe oder mich angemeldet habe dafür. Aber ich habe dann realisiert, dass es einfach nicht
mit meinen Zielen, ja, das nicht im Einklang stehen würde und meinen Prinzipien. Und ja, ich habe schon Lust, mal in Dortmund zu spielen, aber ja, am liebsten natürlich dann in dem, sag ich mal, in dem A-Turnier, also in dem Großmeisterturnier, wo früher mal Kramnik und so weiter gespielt haben, ist jetzt nicht mehr so stark, aber eigentlich immer auch ein recht starkes Turnier. Aber dafür hat es leider dieses Jahr nicht gereicht. Insofern, wird es dann Biel werden dieses Jahr, wo ich auch noch nicht gespielt habe und auch viel Positives gehört habe. So, wie weit muss ich denn runtergehen mit dem Wertungsbereich, dass ich hier einen Gegner bekomme? Oder müssen wir 3 plus 0 spielen? Ich glaube, wir müssen 3 plus 0 spielen. Ja, genau, alle sind dann in einem Hotel, Trophy Law, und Bayern München übernimmt auch die Kosten. Ja, genau. Könntest du bitte Mansfeld Open oder Bamberg Open mitmachen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du gerade zugehört hast, aber ich spiele nicht gerne in Turnieren, wo ich an 1 gesetzt bin oder an 2 gesetzt bin, weil, naja, ne? Da kann ich quasi, ja, was soll ich sagen? Nur verlieren klingt jetzt falsch, aber ich möchte gegen Leute spielen, die höher gewertet sind als ich. Oder zumindest gleich gewertet sind wie ich, und dann habe ich diese Gelegenheit eben nicht. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen 3 plus 0 spielen. Also, was anderes scheint nicht hier im Angebot zu sein, soweit ich das sehen kann. Gut, ich kann mal 3 plus 1 probieren, aber das klappt sowieso immer nicht, ne? Wenn man irgendwas nimmt, was hier nicht in der Liste steht, dann klappt das sowieso immer nicht. Welche Öffnung würdest du empfehlen? Mit Weiß oder Schwarz, mein Lieber? Mit Weiß oder Schwarz? Das ist die Frage. Julian. Ah, ja. So. Ich glaube, wir müssen 3 plus 0 reingehen. Da muss ich mich eben beeilen, Freunde. Da muss ich mich eben beeilen. Guten Abend, Frank. Muss ich mich eben beeilen. 3 plus 2 spiele ich deutlich lieber. Aber gut, bevor wir jetzt hier ewig warten, ne, gehen wir rein mit 3 plus 0. Was wir machen? Da finden wir zumindest direkten Gegner. Ja, das war ja klar. Ken Konz. Na dann mal los, Ken Konz. 23 Punkte trennen uns von unserem Ziel. Was ist das denn? Dame E5? Was ist das für ein Unsinn? Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Zu Recht wahrscheinlich. Oh. Ups. Erstmal die Figur. Ja, deshalb spielt mein Läufer nicht nach G5, ne? Deshalb spielt man nicht den Läufer nach G5. Ja, jetzt wird mir einiges klar hier. Jetzt wird mir einiges klar. Deshalb geht der Läufer also nicht nach D5. Ja, das ist natürlich jetzt ein gewisses Handicap, was wir uns hier verschafft haben. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Partie noch fortsetzen sollen. Vielleicht noch ein paar Züge, einfach weil es zu traurig ist. Aber wahrscheinlich nicht mehr lang. Ja, er hat mich aus der Ruhe gebracht mit seinen schnellen Zügen. Mit seinen schnellen Zügen hat er mich komplett verwirrt. Gut, bringe meinen Turm nach D1. So, jetzt können wir doch zumindest hier ein bisschen, weiß ich nicht, mit dem Springer mal vorbeischauen. Ob das irgendwas bringt, ist eine andere Frage, aber zumindest wir schauen vorbei mit dem Springer. Wir schauen vorbei. Das spielt er aber jetzt immer. Ja, Dame E5 schon sehr komisch. Naja, G6, ja, das ist natürlich eine Lösung, die man machen kann. Gut, ich weiß nicht, ob hier irgendwas los ist, aber Schwarz steht sehr solide, ne? Sehr solide Stellung, sehr solide Stellung. Ja, Raphael, mir ging es besser, bevor ich den Läufer einzügig eingestellt habe. Das passiert mir jetzt auch nicht alle Tage, ne? Muss man so sagen. Aber ja, gut. Weiter geht's, ne? Weiter geht's. Was will man machen? Muss halt auch mal einen Läufer abgeben können. So. Ja, und was kann ich jetzt hier eigentlich noch? Ja, rochiert gleich und dann war's das, ne? Naja. Naja. So, gehen wir mal mit dem Bauern. Oh, habe ich jetzt die Dame noch eingestellt? Nee, fast. Fast hätte ich noch die Dame eingestellt.
Ja. Ist schwierig, ist schwierig. Ich glaube, wir sollen aufgeben. Ich gebe immer nicht gerne auf. Ich gebe immer nicht gerne auf. Nach Turm C7 ist, glaube ich, der Moment gekommen, wo die Aufgabe, wo es an der Zeit ist. Springer D5. Ja, auch hier ist es, glaube ich, an der Zeit. Okay, gut. Das probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal gegen unseren Freund Ken Cons. Schlimmer kann es ja kaum werden. Schlimmer kann es ja kaum werden, oder, Freunde? Dame D3. Ja, machen wir mal A6. So. Ach so, jetzt haben wir dieselbe Variante, nur dass ich noch ein Tempo hergegeben habe, oder was? Das ist natürlich nicht so günstig. Ja, gut, dann spielen wir einfach diese Stellung. Spielen wir einfach diese Stellung. Wie wild kann es sein? Springer D2 will nach C4. Ja, gut. Finde ich jetzt nicht so wild. Ich mache mal lange Rochade. Bin ich weg? Okay, H5. Ich habe das Läuferpaar. Ich habe ein bisschen die schlechte Struktur. Spielst du später gegen Magnus 17? Nee, heute nicht, Raphael. Heute nicht. Turm G8 bietet sich, glaube ich, an. H4 machen wir auch einmal. Bisschen anhebeln. Bisschen nerven. Wenn er ihn schlägt, irgendwann bekomme ich den auf jeden Fall zurück. So, Läufer E7. Sieht auch sehr normal aus. F5. Ja, kann er machen. Ich schlage hier, spiele Turm G4. Ich finde die Stellung gut. Ich verdoppel auf der G-Linie. Die Springer machen nicht allzu viel, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe ein bisschen Druck gegen die Bauern. Turm F4. Ja, kann er machen. Schlagen und D5 gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, machen wir es einfach mal. D5. Ich befreie mich. Ich stehe hier angenehm. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich pudelwohl, würde ich fast sagen. Pudelwohl fühle ich mich hier. Jetzt hängt der Springer, der Bauer auf F4 hängt. Die Störung öffnet sich für die Läufer. Was macht er jetzt eigentlich? Er muss schlagen, oder? Weil er könnte B3 spielen, aber das wäre natürlich sehr traurig. Er muss schlagen und dann. Ne, es geht ja auch nicht. Er kann nicht schlagen. Was will er machen? Er muss B3 spielen. Er macht B3. Ja, das sehe ich doch gerne. Ein Zug wie B3. Da bin ich doch am Frohlocken. So, kann ich jetzt hier direkt das Haus gewinnen mit B5? Gewinnen wir das Haus? B5 sieht aber sehr stark aus. Ich kann natürlich auch in das Endspiel gehen, was sehr traurig ist für ihn, muss man auch sagen. Das Endspiel sieht auch sehr traurig aus. Aber extrem traurig sieht das aus, das Endspiel. Also wenn wir safe spielen wollen, dann gehen wir ins Endspiel. Ach komm, wir spielen safe. Wir spielen das safe. Wir gehen ins Endspiel. Gönnen uns den Bauern auf F4 und dann bringen wir es nach Hause. Aber B5 sah auch gut aus. Das war schon, das war wirklich, das war jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, Geschmackssache. So, tack. Ja, gut. Den decke ich einfach. Da bin ich auch wieder ganz entspannt. König bringen wir jetzt mal ran. Er will jetzt irgendwie eine Festung aufbauen, ne? Ich muss. Gut, komm, König ran. Ja, wir müssen jetzt einmal schlagen. Was müssen wir machen? Aber jetzt bringen wir den König einfach rein. Wir bringen den König rein und die Trippelbauern, die werden das schon richten. Die Trippelbauern. So, jetzt laufen wir hier rüber, holen uns die Bauern wieder. Haben wir noch einen gewonnen? Läufer F4 ist ein bisschen komisch dazu. Warum nicht nach E3? Warum nicht nach E3? Ja, gut.
Ja, das war jetzt nicht optimal gespielt. Aber der Springer ist jetzt ein bisschen lost, ne? Der Läufer dominiert den ganz schön. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt hier, die Geschichte. So, jetzt laufen wir nämlich gleich zu dem rüber. Und dann ist bald Feierabend hier. Dann ist bald Feierabend. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu langsam bin. Aber das sollte wohl möglich sein. Springer, ja gut, der ist. Jetzt hat sich der Springer auch verabschiedet, ne? Der ist jetzt dominiert, würde ich mal so sagen. Der gute Springer, der ist dominiert. Ja, so, da haben wir uns die Punkte von eben schon mal zurückgeholt. Und jetzt, ja, jetzt spielt er seinen Mist wieder, ja? Na gut. Spielen wir es nochmal und diesmal stellen wir nicht den Läufer ein, würde ich sagen. Oder? Was haltet ihr davon, Freunde? Diesmal stellen wir nicht den Läufer ein. Okay. Aber irgendwie so begeistert bin ich jetzt von der ganzen Variante sowieso nicht. Da muss doch mehr gehen. Da muss doch irgendwie mehr drin sein. Okay, nicht Läufer G5 spielen. So viel ist klar. Aber was machen wir dann? Läufer D2? Ah, das ist irgendwie. Das ist so ein bisschen zahm alles hier. So ein bisschen zahm. Das überzeugt mich nicht. Nee, das ist. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Naja. So. Springer F4. Ja, sieht irgendwie richtig aus. Oder B3. Springer C3. Und Dame D3. Tja, was machen wir? Er will mit E5 kommen. Er will bestimmt mit E5 kommen. Machen wir mal Dame D3 und Springer B4. Machen wir mal Dame D3. Jetzt können wir zumindest C4 machen. H5. Er will Matt setzen mit Turm G8 und so ein Späßchen. Aber die Dame hat kaum Felder. Tatsächlich. Er hat H5 war sehr optimistisch. Springer E5. Ja. Das klappt leider, ne? Ich kann Dame F5 spielen. Schach. Okay, dann. Jetzt Dame C2 macht der Springer G4. Ja, komm, gehen wir einfach mal ins Endspiel. Hat doch eben schon gut geklappt, das Endspiel, oder? Hat doch eben schon geklappt. E6. Springer F4 raus. Boah, ich bin aber langsam in dieser Partie. Eieieiei. Ja, vielleicht sollte ich das nicht zulassen. Egal. Die Damen sind vom Brett. Ist das nicht so wild, dass er den Bauern nach H3 bringt? Das denke ich nicht so wild. Relativ solide Stellung. Relativ. Aber die Zeit wird wichtiger Faktor sein hier. Gut, er sollte E4 spielen, ist eigentlich klar. Ja, probieren wir mal Springer E2, Springer D4. Probieren wir es mal. Er muss jetzt abtauschen, denn sonst verliert er den Bauern. Danke dir, Wulnet. Danke dir. So, was will er jetzt? Ich mache mal König F2. B6, B4. Ja, er muss mit C6 kommen eigentlich, ne? Kommt er jetzt bestimmt auch. Ja. Na gut. Bringen wir ihn gleich den Turm in die Mitte. Springer F6 kann er auch machen. Springer F6 muss ich auch raustauschen, ne? Ja, das war jetzt nicht so überzeugend alles. Springer F6. Ich bin nicht ganz happy. Ich bin nicht happy hier. Turm D6. Ja, ich verliere den Bauern einfach. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Nee, er macht F5 gleich. Er macht F5. Ah, jetzt falle ich ja hier komplett auseinander.
Was mache ich denn? Das ist doch Quatsch. Ja, nee. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das wird nix. Das ist. Ah. Er denkt sich, jetzt gewinne ich eh auf Zeit. Ich mache jetzt einfach schnell irgendwelche Züge. Na gut, aber ja. Ja, warum spiele ich das eigentlich noch? Für Spaß. Zum Spaß. Jetzt ist die Stellung ja wieder Remis eigentlich, ne? Wenn ich es mir so anschaue. Wenn ich es mir so anschaue, stehe ich sogar besser. Ah, verdammt. Ah, ja. Ja, ich konnte hier nicht schlagen wegen H2. Na gut, mal eine Revanche. Ah, jetzt kommen. Da aber die drei. Okay. Der hat auf jeden Fall die Varianten parat hier, ne? Aber ja, irgendwelche Varianten hier. Aber so toll kann das doch alles nicht sein. Okay, bringen wir mal den Läufer raus. Spiel, also das kann er, das kann er sehr gut, kann schnell spielen, ne? Das kann er sehr, sehr gut. Das ist sehr schnell unterwegs, der Freund, sehr schnell unterwegs. Naja gut. Gehen wir mal wieder ins Endspiel. C4? Warum soll das jetzt? Ja, aber das ist doch hier nichts Besonderes für ihn. Das sieht eigentlich sehr, sehr ausgeglichen aus. Gut, ich habe diese Schwäche auf A6. Das ist das Thema, ne? Diese Schwäche auf A6 ist mein Problem in der Stellung. Ja, der Läufer. Ja gut, dann müssen wir halt Läufer E6 machen, den abtauschen. Hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Ich glaube, er hat übersehen, dass sein Bauer hängt auf F4, weil ich krieg jetzt die D-Linie. Hier kann nur ich besser stehen. Hätte ich jetzt gesagt. Turm E5. Ja, sieht ziemlich remieslich aus. machen wir Turm D2. B3 ist, ja, das ist schlau. Ja, der ist schnell unterwegs, Lord Collingwood. Der ist sehr schnell unterwegs, Turm B7. Probieren wir mal mit dem König reinzulaufen. Probieren wir das mal. So, jetzt sind wir da. Jetzt unterstützt der König. Jetzt haben wir Gewinnchancen, würde ich mal behaupten. Mit dem König, der unterstützt. Denn ich habe den Freibauern. Der läuft doch direkt, oder? Ich würde sagen, der läuft direkt.
Der läuft direkt. Oh, das habe ich übersehen. Verdammt. Nein, ich hätte doch den Bauern schlagen sollen. Naja, gut. Dann schlagen wir ihn jetzt. Besser spät als nie. Nee. Besser spät als nie. Gehen wir mal Turm B5. Können wir nochmal hier einen abtrennen? Ja, gut, aber die Stellung ist jetzt einfach gewonnen für mich. Huch, wo geht er denn jetzt hin? Das kann man jetzt auch aufgeben. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das schaffe ich, auch mit 16 Sekunden, mein lieber Freund. Okay, so. Was machen wir denn gegen sein nerviges Dame E5 Schach? Das kann doch nicht wahr sein. Machen wir nur Springer E2. Bisschen was anderes hier. Er gibt mir noch ein Tempo, nur damit er den Springer nach. Weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Aber das scheint jetzt schon ein bisschen besser gelaufen zu sein. Bisschen besser. Ich könnte jetzt sogar Läufer G5 spielen, ohne den einzustellen. Ist doch auch mal was wert, oder? So, wir gehen jetzt auf die Dame. B4, D5. Wir gehen auf die Dame. Er muss Springer D5 machen. Macht er auch. Naja, gut. Den muss ich wohl schlagen. Jetzt hängt mein Läufer. Naja, wir ziehen trotzdem die Bauern nach vorne. Die Dame steht komisch. Die steht komisch. Er muss Dame A4 machen. Ich werde hier immer so provoziert von seinen schnellen Zügen, ne? Das ist wirklich. Aber gut, die Stellungen sind gut. Soweit eigentlich. Ja, Springer D4 habe ich ein bisschen eingestellt. Aber. König B8? Na, was soll denn das werden? Wenn es fertig ist. Der König fühlt sich hier aber auch nicht sicher. Läufer C5. Ja, kann natürlich mit dem Läufer verteidigen. Das stimmt leider. Ja, kriegt es noch verteidigt, ne? Kriegt es noch verteidigt hier. So, gehen wir auf den Läufer. Wir müssen irgendwie einen Läufer loswerden. Wir müssen den Läufer loswerden. Turm A5, Läufer B6. Der Springer hängt. Tja. Dame E5 sieht gut aus. Ja, er will natürlich die Damen tauschen, ist ja klar. Das ist ja klar, dass er die Damen tauschen will. Ja, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel hier. Dame G4. Ich glaube, ich muss einwilligen in den Damentausch. Aber hier stehe ich schlechter. Kann doch nicht wahr sein, dass ich immer gegen seinen Skandinavier verliere hier. Darf doch nicht wahr sein. So, was habe ich denn? Na, das Material ist ausgeglichen, aber Bau auf D7 ist, ja. Ist nur eine Frage der Zeit, bis der fällt, ne? Das Läuferpaar noch dazu ist schon sehr lästig. Ich muss mal Läufer 5 spielen. Ja, Läufer 5 wollte ich sowieso spielen. Ach je. Das wird schon wieder nicht gut enden. Ich sehe es schon.
Vor allem mit der Zeit. D4. Boah. Ja, ich verliere das wieder auf Zeit. Aber gut, die Stellung ist natürlich auch nicht besonders schmeichelhaft, ist ja logisch. Ja. Mit Increment würde es hier besser aussehen, auf jeden Fall, aber na gut. Okay. Wir müssen irgendwie das mal brechen hier. Wir müssen es irgendwie mal brechen. B4 ist echt gut nach Dame A5. Okay. Muss ich mir wohl mal anschauen. Es geht mir besser, ja. Es geht mir besser. Ja, ohne Zeitgutschrift ist schwer, ne? Der ist echt flink und ich bin nicht so flink. Das ist das fundamentale Problem. Was macht er denn? Der will unbedingt, dass ich hier tausche. Er hätte auf jeden Fall tauschen müssen. Ganz, ganz komisch gespielt. Läufer H3 habe ich auch als Zug. Ganz komisch gespielt hier. Es ist doch jetzt einfach ein Bauer auf F2, oder nicht? Warum machst du keine Analyse? Fragt Raphael. Ja, weil ich weiter gegen den spielen will. Ist ein guter Gegner, ne? Jetzt gibt er die Qualität einfach so ab. So schlimm ist es schon, dass er die Qualität geben muss. Ja gut, sage ich nicht nein, ne? Sage ich nicht nein. Wie geht's jetzt weiter? Er will E5 und Springer E4 machen. Ja, gut. König H8. Jetzt hat er mich noch zu F6 kommen lassen. Ich muss auf jeden Fall weiterhin schnell spielen, das ist hier wichtig. Okay. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es gefällt mir. Bring den Springer nach C5. Ich hatte ja sowieso einfach eine Qualität mehr, da kann man ja auch mal einen zurückgeben. Was will er denn jetzt? Er gibt mir einfach den Bauern? Huch. Sechs. Will er jetzt mich matt setzen oder was? Das ist ja auch crazy. Aber nur mit dem Turm allein würde er mich nicht matt setzen und dem Springer. Das dürfte nicht klappen. Schick mir mal gleich den Bauern, oder? Dann machen wir das mit Turm D8? Vielleicht erstmal Turm D8.
Ja, die Störung ist natürlich gewonnen. Ich muss nur in der Zeit jetzt auch schaffen. Das wird die einzige Frage sein, eigentlich hier. E5. Oh. Natürlich machen wir kein Remis. Was soll das? Aber ja, jetzt habe ich natürlich seine Störung verbessert. Das ist klar. Na gut, wir schicken die Bauern. Und den Rest müssen wir schauen. Schicken die Bauern. Und ja, der Rest muss hier ergeben, so ungefähr. Ah, ist jetzt nicht mehr so schön. Ist nicht mehr so schön. Naja, das war. Was war das jetzt für ein Zug? Ah, es geht wahrscheinlich sogar. Aber. Ja. Ach so. Ach Mann, ich verliere einfach den Turm. Ja. Nee, das war jetzt ganz schlecht. Das war leider ganz schlecht. Ah. Ach Mann. Nee, das zu verlieren war ein bisschen viel. Ja, das hatte mir eigentlich ganz gut gefallen hier. Ich fand das nicht so schlecht. Probieren wir es mal so. Okay. Ja, wohl. Ist jetzt auch wieder nichts Dolles, ne? So. Der Springer steht falsch. Aber der steht auch falsch. Nee, wir nehmen keine Remisen an den besseren Stellungen. Das ist, denke ich, vollkommen klar, oder? Ich denke, das ist vollkommen klar. Akzeptiert Streamlabs? Ja, eigentlich schon. Okay, bringen wir mal die Dame raus. Das ist eine seltsame Stellung. Ich denke, er steht ganz vernünftig hier eigentlich. Aber mal schauen. Ja, Wolf in Ostmeier. Glückwunsch. Ich behaupte mal, das Läuferpaar wiegt meine schlechtere Strukturen auf. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob ich damit richtig liege. Oh, der Bauer hing. Das habe ich nicht gesehen. Eieiei. Der hängt einfach. Crazy. Das ist schlecht. Gut. Was machen wir jetzt? Bisschen verkomplizieren wahrscheinlich, ne? So. Er will mich bestimmt matt setzen. Dame F3. Ja, klar. Du willst mich matt setzen. Na klar. Na klar. Aber ja, ich habe einen Bauer mehr, ne? Wie verkehrt kann das sein hier? Bauer mehr. Schlechtere Zeit, alles wie immer. Ach komm, wir geben mal den Bauern zurück, damit wir den Läufer aktivieren können. Ach nee, jetzt. Oh, wie dumm war das denn? Oh, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich laufe direkt in die Doppeldrohung rein. Oh Gott. Es darf doch nicht wahr sein. Es war eigentlich alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Naja, gut.
In der Remisstellung akzeptiere ich einen Remis, Raphael. Okay. Letzten drei verloren, das ist natürlich ungünstig. Das ist natürlich ungünstig hier. Ja. Huschi ist heute unkonzentriert. Ich glaube eher, dass es was mit der Zeit zu tun hat, mein Lieber. Nicht so sehr, dass ich besonders unkonzentriert wäre. Aber das schnelle Spielen ist jetzt nicht meine größte Stärke. Und er ist einfach schneller, ne? Er spielt zwar nicht unbedingt besser, aber er spielt schneller. Und das ist. Und das ist einfach ein entscheidender Punkt. So, mal sehen, ob das jetzt klappt, was er sich hier jetzt vorgenommen hat mit dem Springer. Ich glaube fast nicht, dass es klappt, aber Dame G4 vielleicht. Dame G4. Also sein Springer ist gerade bedroht, er muss Dame G4 machen. Aber dann kann ich F5 spielen, das geht nicht. Dann Dame G5. Boah. Ja, es scheint zu klappen. Ah, dann, ja, Dame G5. Es klappt tatsächlich. G3? Oh. Na gut. Schlagen wir einfach mal. G4. Bringen wir die Dame raus. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ah, Dame G4 habe ich nicht gesehen. Naja. F5. Okay, dann holen wir uns den Bauern. Dann holen wir uns den Bauern. Ich habe mehr Zeit, Freunde. Ich habe mehr Zeit. Ich hätte matt setzen können. Springer schlägt F8. Wow. Oh. Läufer E5. Der Turm hängt einfach. Wow, das haben wir beide komplett übersehen, dass der Turm hängt. Crazy. Ja, vielleicht bin ich tatsächlich unkonzentriert. Vielleicht ist da was dran. Der Turm hing einfach auf F8. Ja. Wie komme ich hier? Vielleicht so, Dame H7 und dann den Bauern nehmen. So, jetzt kann ich endlich mal diesen Bauern gewinnen. Es wird auch Zeit. Es wird auch Zeit. Aber besser stehen tue ich wahrscheinlich nicht. Leider. Bringt das was, Läufer H4? Ich bin mir nicht sicher. Ja, die Dame steht komisch, aber ich hätte Dame H6 gerade spielen können. Das wäre ein Schritt gewesen in die richtige Richtung. Na gut, schauen wir mal, ob hier was geht. Mit dem Anhebeln. F4. Will F5. Na gut, wir schlagen. Spielen B4. Ah, jetzt droht Dame schlägt G6. Aber Dame H6. Dame D2 oder wie? Ich lasse immer diese taktischen Tricks zu, die. Naja.
Ach, nimmt trotzdem und er nimmt auf G7. Ah, Mann. Ja, in den entscheidenden Momenten bin ich nicht da. In den entscheidenden Momenten bin ich einfach nicht da. Kann man sagen, was man will. Also das hatte bisher am besten gefallen, ne, mit Springer G3. Ja, obwohl, das ist auch irgendwie. Ja, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Nee, das macht schon wieder keinen so guten Eindruck. So, Springer B4 ist ein Problem, ja, das stimmt. Jetzt verliere ich einfach den Bauern auf D5. Ja, ich müsste mir das mal anschauen. Ich müsste mir das mal anschauen, diese Variante, glaube ich. G5, jetzt wird er wild. Obwohl, so schlecht ist es vielleicht alles gar nicht hier. Er kann nicht auf D5 schlagen, weil ich den wieder schlage. Kuckus mich. Gut, er muss natürlich Springer A6 machen. Ich weiß nicht, woran er überlegt. Springer C2. Wow, okay. Lass mal hier gewisse Drohungen aufbauen auf der langen Diagonale. Ist gar nicht so leicht zu parieren. Das droht Springer B5. Turm D7 muss er machen, ja. Springer D5 habe ich B4. Sowieso B4 würde sich mal anbieten eigentlich. Läufer H6. Okay. Tausche ich. Jetzt will er schon wieder Remis machen. Nein, wir machen kein Remis in besseren Stellungen. Ich habe das doch schon mal gesagt. Turm H5. Springer E4 sieht sehr logisch aus. Turm D5. Aha. Ja, ich muss nicht wegklicken, aber ich habe ja jetzt auch keine Zeit verloren dadurch, ne? Ja, Dame D5. Turm G5 direkt. Okay. Habe ich eigentlich erstmal wieder einen Bauern mehr? Jetzt sind es sogar zwei, wenn ich das richtig sehe. So, zwei Bauern mehr. Gut, er kann den natürlich schlagen auf D3. Sollte er machen, macht er auch. C6, das sehen wir gerne. Gut, spielen wir mal B4. Kann ja nicht so verkehrt sein. So, jetzt wechseln wir mit den Türmen rüber. Turm E8 vielleicht sogar.
Turm E6. Was will er denn? Komm. Schon wieder Remis an. Vielleicht bin ich ein bisschen weit vorgelaufen mit dem Bauern. Ich bin, glaube ich, zu weit vorgelaufen. Turm D1. Oh, kein Schach. Doch, hier. Oh Gott. Wie schnell war das denn jetzt? Wie schnell war das denn jetzt? Pa Danke dir, Puff. Danke dir, Puff. Für den Raid. Ja, ich glaube, wir müssen mal aufhören gegen den. Der ist, ja, zu schnell für mich. Zu schnell. Erst noch was zu trinken holen, glaube ich. Ja, war leider jetzt ein schlechter Streak. 5 Partien verloren hintereinander. Ja. 3 davon waren definitiv unnötig. 5 Mal mit Weiß verloren, echt? Okay, wir schauen uns jetzt diese Variante einmal kurz an. Das geht so nicht weiter. Habe ich noch nie gesehen. So, Dame D5, Springer C3, Dame E5 Schach. Läufer E2 ist schon richtig. Läufer G4, D4, Läufer E2, Springer E2, Dame A5 und jetzt B4. Das meintet ihr auch, ne? Ach, hier meintet ihr B4. Hier meintet ihr B4, okay. Ja, lernen wir was zusammen, ne? Lernen wir was zusammen. Hier B4 und dann Turm B1, Turm B7. Ich habe die Wörter noch nie gesehen. Aber gut zu wissen und dann einfach weiterentwickeln. Ja. Okay, ich hole kurz was zu trinken, dann machen wir weiter. Und die 27, wo sind wir? 2744? Ne, 45. Ja. Na gut. Holen wir uns wieder, holen wir uns wieder. Hoffentlich. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Machen wir weiter. Schauen wir nochmal, ob wir jemanden mit 3 plus 2 finden. Ah, wir haben jemanden mit 3 plus 2. Eva Chess 2022. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal deutlich entspannter. Ach, dieses 3 plus 9, das ist so stressig. Ja, natürlich nicht, Raphael. Was ist denn das für eine Frage? Eva, jetzt bist du da oder wie? Mach einen Zug, komm. Ja, let's go. Hey, heute ist Skandinavisch-Tag oder was? Jede Partie skandinavisch. Ohne Witz. Jede Partie skandinavisch. Too much, too much. So. Springer rein. Sind wir da. Und hier habe ich mir F4 angeguckt. Ich glaube, F4 ist ein ziemlich starker Zug, um ehrlich zu sein. Vielleicht der stärkste Zug gegen dieses Abspiel. Ich glaube, jetzt kann man hier weiter mit G4 kann man spielen. Wenn mich nicht alles täuscht. G6. Jetzt einfach weiterentwickeln. Läufer G2. Springer D5. Okay. Ja, ich ruche hier einfach mal. Oh, es ist das entspannt jetzt hier. Es ist entspannt.
So, was passiert hier? Ich mach mal F5. Oder? Ist das schon der Zeitpunkt, wo man hier F5 spielt? Oder vielleicht schlagen einfach? Ich glaube, ich schlag mal. So. Und nu? Ich habe ihm natürlich das Feld E4 gegeben. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ja, ich glaube, das Feld E4 hätte ich ihm nicht unbedingt geben sollen. Vielleicht nicht. Oder sie. Ihr, sollte ich wahrscheinlich sagen. Wieso nicht G5? Ja, gut, klar. G5 wäre auch eine Wahl gewesen. Vielleicht eine bessere Wahl. Machen wir jetzt G5. Besser spät als nie. Na, besser spät als nie. Obwohl, ja, ich bin hier noch zu sehr im Blitzmodus. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin zu sehr im Blitzmodus. Die Züge sind nicht gut. Die sind nicht gut, die ich mache hier, denke ich. Obwohl, ja, mal sehen, mal sehen. Springer D7, Läufer E3. Danke dir, Pablo. Danke dir, Pablo. Oh, meine Schulter ist ganz verspannt von dem Match. Ja, gut, ich schlag wieder. Dame E6 oder was soll jetzt kommen? Dame A6. Okay. Ich würde eigentlich gerne die Bauern weiter in Bewegung setzen, aber es ist nicht so leicht zu bewerkstelligen. Tja, wie geht's weiter? Ich glaube, ich sollte Dame F3 machen. Hier einen Blick auf den Bauern B7 haben. Ist, denke ich, eine schlaue Sache. Und jetzt vielleicht mal Turm F2. Ich decke den Bauern auf B2. Dann kann sie den Läufer nicht ziehen, weil ich auf B7 schlagen kann, ohne dass am Ende der Bauer auf B2 hängt. Also wahrscheinlich Turm B8. Ja, und dann muss ich mal schauen, was ich als nächstes mache nach Turm B8. Turm B8, ja. Leider. Was nun? Was nun, Freunde? Ist nicht so eindeutig. Ja, ich glaube, ich muss. Muss ich das? Qualität opfern? Naja, ich sehe nichts Besseres. Ich sehe nichts Besseres. Nächste Woche, Raphael, ist, glaube ich, der nächste Play Magnus Stream geplant. Drei plus zwei ist gerade Grappy. Ein bisschen entspannter. Ein bisschen entspannter. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also, ich denke, ich stehe schlechter. Wahrscheinlich kann sie aufbrechen mit F6. Oder er. Ja, Dame F4. Und dann F6. Ist problematisch. Ja, trotzdem F6. Aber ich habe zumindest Dame E6. Macht das irgendwas?
E6. Huch. Was war denn jetzt E6? Es verliert doch auf der Stelle, oder sehe ich das falsch? Die Dame hat keine Felder. H5? Nee, H5, Dame H4. Was war denn jetzt? E6? Hat sich verklickt? E6? Dame G2 geht auch. Ihr seht schon, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Vielleicht hätte ich doch nach H4 ziehen sollen. Naja, gut, egal. Jetzt stehe ich natürlich ziemlich gut nach diesem Zug. Bring den Läufer nach E5, Spiel G6. Und dann war es das. Zack. Oh, F7 ist auch. Puh, unangenehme Drohung. Ja, spielen wir meinen Turm zurück. Dann G7. Turm F8. Endlich mal wieder ein Sieg. Eieiei, auch der war jetzt nicht souverän, aber Hauptsache mal wieder ein Sieg hier. Meine Güte. Nee, Benny, die Butter, das Brot habe ich mir nicht von der Butter nehmen lassen in dieser Partie. Aber ja, schön ist anders, schön ist anders. Wie ist das schon wieder Kasparov? Spielen wir schon wieder gegen Kasparov oder was? Spielen wir schon wieder gegen Kasparov? Wir spielen immer gegen Kasparov hier. Diese Variante hatten wir jetzt schon ein paar Mal gegen ihn. Das ist. Ja, das ist die Kasparov-Variante hier. Mal sehen, ob er sich's angeschaut hat mittlerweile. Mal sehen, ob er weiß, was er jetzt zu tun hat hier. Oder ob er immer noch. Nee, er spielt immer noch diese Variante. Er hat sich's nicht angeschaut. Da hatten wir ja schon ein paar Läufe. Ja, das hat er doch schon. Hat er nicht das letzte Mal schon gemacht? Sowas in der Art? Nee, das war ein anderer Gegner, der es gemacht hat, ne? Läufer C4. Matt in 1. Sucht die TV. Ja, diese Variante hatten wir ja schon mal so irgendwie, ne? Und hier wusste ich jetzt nicht so genau, wie ich spielen soll. Ich probiere mal was Neues. Ich probiere mal Läufer E6. Ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Wir probieren es. Wir probieren es. Habe ich gegen. Ist das. Aber der hieß doch anders das letzte Mal. Ah, Kasparov Chess. Oder ist es seine Frau? Ist es vielleicht seine Frau? Ach so, es war Matt in 1, ne? Ja, ich dachte Läufer 7 mehr Style, aber. War dann vielleicht nicht nötig. Jetzt? Ist irgendwie alles verteidigt bei Weiß. Seltsamerweise. Ist alles verteidigt. Okay. Ja, aber trotzdem, er kann nicht, oder er oder sie kann nicht kurz rochieren so richtig, ne? Schauen wir mal, wie sich Weiß hier entknoten will.
Ja, wahrscheinlich einfach mal schlagen, Dame D3, ne? Ah, da habe ich immer Springer B4. Das geht nicht. Dame B5, ja, das ist natürlich. Das ist natürlich ein guter Zug. Das muss man leider so sagen. Das ist leider ein guter Zug. Habe ich hier irgendwelche Abzüge, irgendwelche Tricks? Nicht so richtig, ne? Tja, Dame, die steht da gut auf B5. Okay, ja, was soll's, auch erstmal kurz hochrade. Ja, jetzt stehe ich schlechter. Jetzt stehe ich schlechter. Nicht optimal gelaufen hier. Dame, sehr lästig. Oh, ich würde gerne irgendeinen Trick machen, aber ich sehe es nicht. Naja, machen wir H6, obwohl vielleicht direkt Springer H5 wäre besser. Bisschen hier rum nerven. Ja, ich glaube, direkt Springer H5 wäre besser gewesen, weil jetzt kann er abtauschen auf F6. Naja, vielleicht auch nicht so schlimm. Mal sehen, mal sehen. Wir hoffen, dass wir Gegenspiel bekommen. Wir hoffen, dass wir Gegenspiel bekommen über die schwarzen Felder. Das ist der Wunsch, aber die weißen Felder sind auch extrem weich. Das ist das Problem. Springer C4 sieht gut aus jetzt. Naja, trotzdem Läufer G5. Ja, mal schauen. Vielleicht geht da was. Vielleicht, aber. Nee, ich glaube, ich hätte direkt den Springer nach H5 bringen sollen. Das wäre besser gewesen. Was ist denn gerade das Champions League oder was? Oder was schaut ihr hier? Was, welche Villarreal-Kommentare gibt es hier? Springer F1 geht auch, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen passiver, aber geht auch. Okay, wir verdoppeln erstmal hier. Warum eigentlich? Warum denn nach D7? Eieieiei. Ich hätte natürlich nach D6 gemusst. Voll reingelaufen. Naja. Noch hält es irgendwie. Noch hält es irgendwie. Schönes anders, Freunde. Schönes anders. Aber gut. Springer G3, machen wir G6. Wenn überhaupt. Ja, wahrscheinlich. Jetzt erstmal Turm nach D8. Oh, kaum noch Zeit. Darauf können wir setzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Kasparows Raum, ehrlich zu sein. Also, wenn das Kasparow wäre hier, spielt schon sehr langsam. Sehr langsam. Dame C4. Und ich glaube auch nicht so gut, ne? B6 ist doch jetzt einfach wieder was weg, oder? Ah, Springer D3 geht nicht. Nee, Springer D3, Springer 2, Springer C1. Hier ist einfach was weg. Ich glaube, der heißt ja auch Eva-Chess, ne? Von daher, ich glaube, das ist seine Frau. Ich glaube, Kasparov würde besser spielen, um ehrlich zu sein. Gut, die Partie geht noch ein bisschen weiter. Aber sollte jetzt eigentlich vorbei sein. König E3 ist fast matt. König G3. So. Turm E2 machen wir einfach mal. Ganz perfide sind wir da. Und die beiden Springer können nicht ziehen. Es ist traurig, aber wahr. Sind wir ganz perfide, sind wir hier unterwegs. G6 nochmal. Ja. Dann laufen wir mal rüber jetzt hier. Laufen wir mal rüber. Ganz gemächlich machen wir das hier. Ganz entspannt. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. B3. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Was ist denn das jetzt hier?
Gut, machen wir halt A4. Gehen wir mit dem König rein. Der Springer, einer der Springer ist doch jetzt gleich mal weg, oder? Ah ne, Springer C1, Turm E1. Nicht, dass ich das jetzt hier noch. Ja, das war jetzt nicht so präzise gespielt. sind wir mal ganz ehrlich. War jetzt nicht so präzise gespielt. Aber ich glaube, es ist nach wie vor gewonnen. Mit dem aktiven König. Aber bei den Springern, ich habe immer Angst, ne? Ich bin ganz ehrlich, bei den Springern habe ich Angst, dass die nicht irgendwann noch foppen, die Springer. Da bin ich immer sehr nervös. Diese Springer, die sind auch fiese Gefährten. Sind auch fiese Gefährten. So. Aber jetzt hat sich's bald ausgesprungen. Immer noch einen gefunden. Jetzt hat sich's ausgesprungen. Immer noch nicht. Es hat sich immer noch nicht ausgesprungen hier. Oh, diese Springer, ich sag's euch, Freunde. Es ist auch zum Mäusemelken. So. H4, ob das die richtige Wahl ist. F4. Huch. Huch. Huch, huch, huch. Okay, ich glaube so langsam. So langsam. So langsam. Oh, nicht schlagen. Nicht schlagen. Da war nochmal der Trick mit der Gabe. Ja. Jetzt hat es sich ausgesprungen. Was ist? Was? Jetzt hat es sich ausgesprungen. G4. Ich verstehe nicht, was jetzt passiert. Okay, komm. Wir spielen das Endspiel. Wir spielen das Endspiel. Patt. Es ist Patt. Nein, ich bin dran und es ist kein Patt. Echt C, Eva hier. Eva ist C. Eva ist C. Okay. Okay, wir müssen uns das mal kurz anschauen. Wie spielt man das nach Läufer C4? Ah, oder war Läufer C4 der Grund, warum mir diese Variante gar nicht so gefallen hat? Suchti TV, danke dir. Danke dir, Stream ist für mein Geld nicht. Okay. Danke dir. Läuft C4, soll ich ganz gemächlich spielen mit Läufer E7? Ist ja langweilig. Naja, gut, fürs nächste Mal nicht A5 machen auf jeden Fall. A5 ist jetzt nicht so der Burner. Okay. Wir merken uns das. So, wir haben wieder ein bisschen Pünktchen gut gemacht, aber naja. Die 2,8 sind immer noch weit entfernt. Die Frau von Kasparov heißt Diara. Wer ist denn dann Eva? Ist das seine Tochter vielleicht? Warum heißt sie denn Eva 2022? Das ist seltsam. Das ist seltsam. Guten Abend, Familie Song und Nico. Grüß dich. Grüß dich. Okay. Nee, hier hat noch niemand vom Ferdi-Stream geredet. Du bist der Erste, Cedo. Du bist der Erste, mein Lieber, der hier vom Ferdi-Stream redet. So, jetzt finden wir natürlich wieder niemanden, ne? 3 plus 2. Ja, wahrscheinlich Farnese. Wahrscheinlich wegen Adam und Eva. Ich glaube, daran liegt's. Okay, wir müssen wieder zu 3 plus 0. Und wir spielen gegen Storytimer. Kriegen wir natürlich die dicken. Wir kriegen hier die dicken Gegner. Also dick im Sinne von gut. Die kriegen wir natürlich, wenn wir hier 3 plus 0 spielen. Da sind die nämlich dabei. Okay. Was machen wir jetzt hier? Gute alte Berliner Verteidigung. Immer wieder ein Spaß für die ganze Familie. Immer wieder freuen wir uns, dass wir dabei sind hier. Gut, ich tausche den mal ab. Und was nun? Läufer F4.
es ist irgendwie alles nicht so spannend, ne? Da habt ihr euch wahrscheinlich mehr erhofft von dieser Partie. Ich mir auch. Ich mir auch. Ich habe mir auch mehr erhofft. Was habe ich denn? Turm E8? Ne, ich muss hier anders spielen. Ich muss hier C3 spielen. Ah, ich habe natürlich komplett die Züge misshandelt, habe ich die Züge. Ja, naja. Ist ja gut, dass es eine Blitzpartie ist, keine richtige Partie. Da wäre es unangenehmer, wenn man solche Fehler macht. Aber ja. Wir spielen das einfach. Wir spielen das einfach. Hätte auch die Dame nach B3 stellen können. Oder vielleicht A4 kann man auch manchmal überlegen. Ist natürlich jetzt nicht so spannend, ne? Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ist jetzt nicht so spannend, aber wir spielen es. Schauen, was passiert. Aber A4, bisschen schauen. Wäre natürlich besser gewesen mit der Dame auf B3 oder so. So. Dann tauschen wir mal diese Gefährten ab. Gehen auf die schwarzen Felder ein bisschen. Vielleicht geht da was, wer weiß. Wer weiß. Ach, das ist so gemächlich hier mit Storytime. Der ist nicht so ein Blitzer wie der andere. Wer ist denn das hier? Das hat der Namen Storytime? Nee. FIDE Rating 2650. Uiuiui. Bin ich natürlich jetzt schon sehr eingeschüchtert. Sehr eingeschüchtert. Nein, bin ich natürlich nicht. Kann ja jeder reinschreiben, der will. Quasi. Muss er jetzt zeigen, die 2650. Ob die da sind hier in der Partie. Ist eigentlich Dame H6. Bringt jetzt nicht viel, ne? F6 einfach. F6 macht da ohnehin. Na gut. Hat er sich ein bisschen geschwächt. Und jetzt will er doch die Läufe tauschen. Erst war ich dabei, da wollte er nicht. Und jetzt auf einmal, ja. Wir machen mal B4. Wir schauen mal, ob da irgendwas geht. Vielleicht B4. Ach, so entspannt. Der spielt so langsam im Vergleich. Also, er spielt ja langsamer als ich. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich für mich. Wir müssten den Springer jetzt so in Richtung C5 bringen. Das wäre gut. Aber der steht auf F3. Steht da leider relativ weit davon entfernt. So. Sollen wir jetzt abtauschen? Ja, ich befürchte, wir sollten abtauschen. Tja, und jetzt? Machen wir erstmal G3. Hier das Feld überdecken. Solide. Solide. Ich versuche einfach auf Zeit zu gewinnen. Ich weiß nicht, was ich sonst hier machen soll in dieser Stellung. Springer C7. Gut, dann können wir jetzt den Springer manövrieren. Das war ja sowieso der Plan. Läufer D3. Abgetauscht. So weit, so gut, ne? Wir stellen ihn rein. Wir stellen ihn rein, wir spielen dann einfach auf Zeit. Müssen wir jetzt auch mal. Oh, den macht er. Okay. Vielleicht können wir hier ein bisschen stänkern mit der Dame. Ah, sein König ist ein bisschen offener als meiner. B5. Oh, der Bauer hängt die ganze Zeit, ne? Das hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Der Bauer hängt. Okay, wir haben ein bisschen die bessere Struktur, aber es wird natürlich schwer, das zu irgendwas zu verwerten. Aber die Zeit ist unser Freund zur Abwechslung mal. Die Zeit ist zur Abwechslung mal unser Freund. Wer hätte das gedacht? Oh, mit Schach.
jetzt ist auch die Stellung gar nicht so schlecht. Eieieiei. Gerade so geschafft. Gerade so geschafft. Ich bin so lahm, ne? 3 plus 0. Es ist nichts für mich. Wir müssen ehrlich sein. Es ist einfach nichts für mich. Naja. So, was haben wir jetzt hier? Hauptvariante, Knight of. Na, wunderbar. Hauptvariante, Knight of. Springer A5. Ich glaube, man macht immer Dame E8. Ganz vernünftig. Danke dir, Sascha, für die 5 Euro. Danke dir. 3 plus 0 ist nichts für alte Hasen. Ja, absolut nicht. Man sieht's. Man sieht's. C4. Okay. Eine ganz komische Stellung hier. Weiß spielt da, wo der König steht, aber der Springer hilft eben enorm dabei, das hier zu. Ja, dass Weiß sich das erlauben kann. Also Weiß spielt irgendwie hier, wegen dem starken Springer. Und Schwarz spielt am Königsflügel, wo eigentlich auch der schwarze König steht. Das ist eine sehr verwirrende Stellung. Ich spiele mal Läufer G5. Ich denke, die Läufer abzutauschen wäre eine gute Sache. Ich mache auch das Feld frei für den Springer eventuell. Springer H3 könnte man überlegen, vielleicht. König B1, König H8. Ich stelle meinen König auch mal hier ein bisschen weiter weg. A3. Tja. Machen wir mal Dame H4, vielleicht kann ich hier ein bisschen rumstänkern. Und dann, ich mache wahrscheinlich gleich Springer H3 und tausche die ab. Was will man machen, ne? Was will man machen? Hilft ja nichts. Aber hier, ich drohe gar nichts. Ich drohe gar nicht so richtig was. So, ich tausche die ab. Dann habe ich ein bisschen besseren Zugriff auf die schwarzen Felder. Der Bau auf A6, das ist natürlich eine Schwäche, ne? Das ist klar. Der Bau auf A6. Wenn der fällt, dann laufen die Bauern. Der Springer steht extrem stark hier. Ist natürlich auch ein bisschen aus dem Spiel, aber wenn die Bauern dann laufen sollten, dann ist der viel wert. Die Damen halte ich auf jeden Fall auf dem Brett. Die brauchen wir noch zum Mattsetzen später, ne? Wenn alles gut läuft. So, jetzt habe ich aber schönen Zugriff auf die schwarzen Felder. Guck mal, jetzt spiele ich Turm F4, gehe nochmal auf den Läufer drauf. Ich habe das Feld C5 natürlich. Ich denke, es war gut, dass wir hier abgetauscht haben. So, Springer E4 habe ich auch in der Stellung, sehe ich gerade. Wenn der Läufer jetzt nach B3 zieht, habe ich Springer E4. Also die Taktiken sind da. Die Taktiken sind auf jeden Fall da. Jetzt muss er schon komische Züge machen. Dann gehen wir nochmal. Wir gehen nochmal drauf auf den Läufer. Ja, das wollten wir doch. Wir wollten doch, dass du Springer E4 einstellst. Sehr schön. Wunderbar. Dann schnappen wir uns den Turm. Den Bauern schnappen wir uns auch noch. Da wollen wir nicht so sein. Drücken wir noch kurz matt. Auf B1. Ja. Gut. So. Und nun bringen wir den anderen Turm ran. Hilft dir nichts.
Ah, gibt er auf. Na gut. Aber gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal rein in die Partie hier. Gehen wir nochmal rein. Ach, ich fand. Es war zwar langweilig, aber ich will es diesmal richtig spielen. D4, Turm E1 und jetzt C3. So wollen wir spielen. Und jetzt D5, glaube ich. Ja. So wollte ich es doch spielen. So wollte ich das doch spielen. Springer D2. C6 macht er direkt. Huh. C6 sehe ich eigentlich immer ganz gerne. Ich glaube, ich opfer den Bauern vielleicht. Hol mir das Läuferpaar. Ach, er will es gar nicht hergeben. Ja, umso besser. Er will es gar nicht hergeben. Mehr solche langweiligen Partien. Ja, ich merke gar nicht, dass es 3 plus 0 ist. Ja, ich bin auch jetzt schon wieder sehr langsam unterwegs. Ich bin ganz ehrlich. Aber. Okay, ich glaube, hier müssen wir jetzt mal schlagen. Bring den Läufer raus. Ja, mach D5. Ich weiß nicht, woran er überlegt. Der hat nicht 2,650. Also, wenn er 2,650 hat, dann ist sein Blitz deutlich schlechter. Aber so langsam, wie der hier unterwegs ist, glaube ich nicht, dass er 2,650 hat. Und auch die Taktiken Springer E4, wie in der Partie eben. Normalerweise sehen die Leute das. Aber gut, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich lasse ich mich nicht gerne vom Gegenteil überzeugen. Eigentlich wollen wir jetzt einfach hier weiter die Partien gewinnen. Das ist der Plan. Okay, bringen wir mal die Dame nach A4, um hier auch A4 zu stoppen von ihm. Greifen einmal den Bauern an. Bringen wir den Turm vielleicht nach D1, da B6. Ja, machen wir B3. Hilft ja nichts. So ein bisschen. Gut, die Dame steht erstmal safe. Springer C5. So safe steht sie gar nicht. Oh, Springer C5. Ich bringe meinen Turm nach E1. Ja, die Dame macht mir ein bisschen Sorgen. Bisschen Sorgen macht sie mir. Familie Song hat sich gestern mit Chessens angemeldet. Ja, sehr nice, sehr nice. Läufer A6. Okay. Ja, Joe Rogan, das ist ja schon die Ausnahme, ne, dass ich die Läufer einzügig einstelle. Muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Ist jetzt nicht die Regel. Also hoffe ich zumindest. Dame D3 ist ein bisschen lästig. Ja, ich mach mal C4. Ich wollte Dame D3 nicht erlauben. Ja. Gut, C4. Springer C5. Dame ist fast weg. Oh, Läufer B4. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt droht nämlich Damengewinn. Eieiei. Läufer B4. Ja. Ich nicht gesehen. Das schmerzt. Das schmerzt. Okay, dann wiederum Plan B auf Zeitgewinn. Die Dame ist immer noch ohne Felder, ne? Boah. Ist schwierig. So, jetzt können wir endlich mal die Dame rausbringen. Das ist gut. Ah, tauscht ab. Ja, natürlich tauscht er ab. Das ist schlecht. Eieieiei. Müssen uns das einfallen lassen hier, um das noch zu gewinnen.
Eieiei. Ah, Dame D2, das tut weh. Ja, okay. Müssen uns leider geschlagen geben hier. Leider, leider, leider. Okay. Ah, spielen wir mal E5. Spielen wir mal was anderes. Ja, das war zu vermeiden, diese Niederlage. Diese Niederlage war nicht nötig. Ein Remis-Angebot anstreuen. Ja, ich glaube, das hätte nicht geklappt. Ich glaube, das hätte nicht geklappt. Weiß man schon, wann der Butch den Chess-Stream macht? Ja, wahrscheinlich in ein paar Monaten. Wahrscheinlich in ein paar Monaten. So, die Variante hatte ich tatsächlich mal auch in einer richtigen Partie auf dem Brett mit Schwarz. Lief nicht so gut für mich, aber ist nicht so leicht für Weiß zu spielen, denke ich. Ich glaube nach wie vor nicht an die 2650 hier. Aber gut, mal sehen, wie es weitergeht. So, das Komische ist für Weiß, dass Weiß jetzt nicht Springer C3 spielen kann, weil ich dann auf A5 schlage. B3. Vielleicht sogar da B4. Moment, was ist hier? Ist das nicht ein Turm? Freunde, ist das ein Turm? Ich nehme den einfach mal. Den Rest schauen wir dann nach, oder? Soll ich den einfach nehmen und den Rest dann nachschauen? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, den holen wir uns, den Turm. So, jetzt müssen wir nur die Dame befreien. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Nicht so leicht. D5, D4 wäre ein ganz guter Plan. Was will er denn jetzt machen? Ach, er macht direkt Läufer A3. Ich habe gar nicht die Zeit, ja? Na, machen wir mal D5 direkt. Mit DD, D4. Und nach ED5 machen wir Läufer D6. Und falls dann Läufer A3, dann habe ich Springer D5. Ja, sieht gut aus. Ja, er wäre GM mit 2-6. Ja, genau. Ja, er hat sich scheinbar den Titel nicht zuschreiben lassen. Machen ja auch nicht unbedingt alle, ne? Aber ja, wie gesagt, ich bin skeptisch. Oh, jetzt habe ich auch Läufer schlägt H2 als Idee. Ist auch ganz nett. Wenn der Läufer zieht, Läufer schlägt H2. Er kann aber König F2 spielen. Dann Läufer G3, naja, geht jetzt nicht so weiter, ne? König G1. Aber könnte man auch noch mal mitnehmen, sag ich mal. Ach so, jetzt haben wir ja die Situation. Ja, nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit hier. Läufer G3 nehmen wir auch noch mal mit und dann vielleicht sogar. Ja gut, jetzt. Ach so, jetzt habe ich es mir selber ein bisschen verhauen, ne? Weil jetzt kann er die Damen tauschen. Jetzt kann er einfach schlagen und dann hat er zwei. Ne, hat er gar nicht. Was rede ich denn? Was rede ich denn? Ich nehme auf D5. Ich kann sogar auf A2 schlagen. Das gefällt. Oder? Ich hoffe nur, dass ich nicht in ein dummes Matt laufe oder sowas in der Art. Dame G5. Ja, ich drohe mal, Dame schlägt C2 auch. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ah, er kann damit. Ah, er droht das Matt mit Turm H1 am Ende, das Anastasia-Matt. Dann müssen wir Läufer F5 machen, um das zu countern.
Müssen das countern und dann den Turm nach E8 bringen. Ja. Ah, jetzt droht das wieder. Ich werde verrückt. Oh Mann. Er droht das Matt hier. Wie lästig. Wie lästig. Ich muss H6 machen. Oh nee. Das darf doch nicht wahr sein jetzt hier. Das darf doch nicht wahr sein. Er drohte Dame schlägt H7, Turm H1. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt versuchen wir uns den Springer zurückzuholen. Das sollte aber eigentlich klappen jetzt, oder? Er hat Lauf schlägt C5. Den hat er auch. Lästig. Jetzt machen wir F5. Jetzt hat er Springer G6. Ah, hat er nicht gesehen, okay. Springer D2. Bitte? Matt? Matt! Es ist Matt! Es ist Matt F4! Ah, okay, wir schauen uns die Partie später nochmal an. Die war ja komplett wild. Komplett wild. Komplett wild. So. Ach komm, wir spielen jetzt mal was anderes. Das ist mir zu öde hier. Ist mir zu öde. Wir spielen jetzt mal D3 und C3. D5. Na gut. Schlage ich. So, und jetzt. Ich vergesse immer die Zugreihenfolgen. Springer D2, B4 zuerst. Ich glaube B4 zuerst. Ja, und jetzt Springer G5. Erich! Freue mich, dass es dir gefallen hat. Läufer G6? Kurz auch gerade ist der Zug. Läufer G6 ist komisch. Aber ist es schlecht? Bestimmt. Aber warum? Dann machen wir mal A4. Mal sehen, was das jetzt hier wird. Was das wieder für ein Spaß wird hier. A4 hat auch so Ideen mit Läufer A3. Schon mal interessanter als die anderen Berliner Varianten, die wir gesehen haben. Du spielst mega low, sagt Jaywoo. Ist das ein Kompliment? Ich glaube, es ist ein Kompliment. Danke, Jaywoo. Mega low. Low key. Okay, B5. Das soll gut gehen. Das sieht aber sehr anrüchig aus. Es ist anrüchig. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, wie ich es widerlegen kann. Mist. Ah, muss ich wohl Dame B3 machen. Und kurze Rochade. Ja, gut, das haut jetzt keinen vom Sockel, ne? Aber. Hab jetzt nichts Besseres gesehen. Läufer A3 hat er leider immer noch Läufer C5. Geht's irgendwie nicht weiter? Tja. Ich mach mal Turm E1. Dann kann ich gleich mit dem Turm auf E4 schlagen. Ist vielleicht besser. Sieht irgendwie attraktiver aus, zumindest. Er kann nicht auf D3 schlagen die ganze Zeit, weil sein Bau auf F7 hängen würde. Kann damit C5 spielen. Das sieht aber auch komisch aus. Er sollte einfach mal H6 machen jetzt. Es ist an der Zeit, denke ich. Er will nicht H6 machen. Er sträubt sich.
Er sträubt sich. Er will mir nicht das Tempo geben. Na gut, dann mache ich jetzt Springer E4. Was soll der Geiz? Aber ich bleibe dabei, ich schlage mit dem Turm. Ich finde den Läufer hier gut. Okay, er gibt mir den Bauern. Nein, kann ich nicht schlagen, ne? Machen wir mal Läufer E3. Oh, wir müssen schneller ziehen, Freunde. Wir müssen schneller ziehen. Es ist ja eine 3 plus 0 Partie. Wir müssen hier schneller unterwegs sein. Jetzt gehen wir auf den Bauern. Wir gehen auf diesen schwachen Bauern. Ja, so schwach ist der jetzt auch nicht, aber. Was sollen wir sonst machen? E4. Okay. Erstmal Turm E1. Das ist jetzt ein Bauernopfer von ihm, ja? Das ist leider lästig. Ich hatte jetzt keine Lust, da mitzumachen bei seinem Bauernopfer. Vor allem, weil wir einfach beide keine Zeit haben. So, jetzt F3. Okay, schlage ich. Schlägt. Das habe ich nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ha! Das hat er nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Hat er kein, er hatte keinen Pre-Move an, oder was? Er hatte keinen, ich meine, er hatte keine Dame-Umwandlung automatisch, oder was? Hat mich das gerettet? Haben mich das jetzt gerettet oder was? Oh Gott, oh Gott, das war ja fürchterlich. Dirty Flag, Dirty Flag. Ja, das ist 3 plus 0. Ich meine, ach, es war so schlecht. Es war so schlecht. Ja. Ach ja. Was will man machen, ne? Wie langsam kann bitte sein? Ja, der ist noch langsamer als ich sag's euch. Ich sag's euch. Der ist noch langsamer als ich. No joke. No joke. Warum habe ich das jetzt eigentlich so gespielt? Keine Ahnung. Ach, diese italienische Variante. Der spielt nur so so langweiligen Kram hier. Nur so langweiligen Kram. Wer bloß Null spielt, muss vor allem Auto-Queen anhaben, ja. Ja, das stimmt. Warum habe ich den jetzt geschlagen eigentlich auf C4? Bisschen komisch. Naja. B5, das gilt eigentlich immer als okay für Schwarz, wenn man auf F2 schlägt und dann den Turm schlägt. Das gilt eigentlich immer als okay, Läufer E3. Ja, gut, schlage ich mal, ne? Er muss jetzt mit dem Springer schlagen, jetzt kann ich einfach D5 machen. Das dürfte ja wohl okay sein, oder? Er kann B5 spielen, ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Er muss B5 probieren, denke ich. Was will er sonst machen? B5, ich kann schlagen, hier schlagen, ja, hier schlagen,
Er macht B5. Natürlich macht er B5. Oder ich spiele einfach Springer A5. Gehen wir es ruhig an. Springer A5. Kein Stress. So. Ich stelle mal die Dame nach C5. Das steht sie gut, würde ich behaupten, in dieser Stellung. Kann sie nicht gut vertrieben werden, hat einen guten Blick auf die Bauern hier drauf. Macht einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich hätte schlagen sollen davor. Nee, wahrscheinlich nicht, weil dann hätte Weiß dieses Qualitätsopfer. Ja, ist gut, dass ich nicht geschlagen habe. So, jetzt will er mich matt setzen, aber er stellt einfach Springer B3 ein? Oder war es Absicht? Er will Springer H6. Aber dann habe ich König H7. Dann Dame G5. Boah, wer soll das rechnen? Aber das ist doch kein Matt hier. Komm. Es ist doch kein Matt. So. Sterne einfach nach D6. Ist doch alles easy, oder nicht? Oder will er jetzt mit Turm E3 noch kommen? Dann opfer ich die Dame. Komm, es ist mir egal. Ja. Ich weiß nicht, ob das der überzeugendste Weg war, aber ich muss jetzt irgendwas machen. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Ich muss irgendwas spielen. Ah, was mache ich denn? Ah, er hat zu viel Zeit. Er hat zu viel Zeit. Nein. Ja. Ach ja. Ja, hatte zu viel Zeit diesmal. Ach Mann, also das hätte ich auch gewinnen können, die Stellung. Schade, schade. Ach, jetzt macht er den. Okay. D6, das ist ganz was anderes. Zeit verplempert. Inwiefern verplempert? Ja, ich meine, die davor hätte ich verlieren sollen, die habe ich jetzt gewonnen. Nimmt sich nicht viel, ne? Nimmt sich nicht viel. So, was haben wir jetzt hier für eine Stellung? Wieder sehr, sehr langweilig, ja? Sehr langweilig.
Storytime 6. Na gut, C5. Ach, ich glaube, ich lasse den erstmal stehen. Kann er schlagen, wenn er will. Kann er schlagen. Bringen wir einen Springer nach G3, das machen wir immer gerne. Ne? Springer G3, Springer G6, wunderbar. So, hier können wir so den Läufer rausbringen. Bringt das was? Tja. Vielleicht. Ich schlage erstmal und bringe dann den Läufer raus. Jetzt Läufer G5, droht Läufer F6. Schon ein bisschen unangenehm. Springer H5 droht auch. Ich glaube nicht, dass er D5 hätte spielen sollen. Ach, so will er sich rausreden. Ja. Ist natürlich ein Argument. Aber ich gewinne einen Bauern. Immerhin. Immerhin etwas. Der Bau auf F6 ist nicht zu verteidigen. Aber ich musste meinen schönen Läufer hergeben. Das ist natürlich der Nachteil. Vielleicht hätte ich ja anders spielen sollen. Na gut. Läufer B3. Ah, jetzt kann er schlagen und dann Turm C2 spielen. Das war nicht gut. Der Läufer ist zu stark vorne. Das war nicht gut jetzt. Aber ich kann schlagen, Springer G4 spielen. Das hilft. Und dann habe ich Springer E3. Das hilft. Kann mich ein bisschen rausreden hier. Aber er ist natürlich sehr aktiv. Wobei ich kann auch den schlagen auf A6. Ist vielleicht alles nicht so tragisch hier, ne? Alles nicht so tragisch. Ich versuche mal auf Aktivität zu gehen. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, um ehrlich zu sein. Ist so ein bisschen Intuition jetzt. Aber sollte ihm zumindest ein paar praktische Probleme bereiten hier mit dem aktiven Turm auf der siebten Reihe. Läufer B6, Turm B7. So, jetzt hängt der Bauer. Springer G5 liegt auch in der Luft. Jetzt schlage ich einfach den Bauern, oder? Ja, komm. Gib mir den Bauern. Ja, er schlägt auf F2, spielt Turm F6. Ist nicht so überzeugend. Ist nicht so überzeugend. Und direkt Turm F6 geht natürlich auch. Wobei ich natürlich jetzt Springer D3 spielen kann. Ist das gut? Naja, machen wir einfach Springer F3. So. B3, jetzt machen wir mal E5. Jetzt kann ich zumindest den hier mal vernaschen. Ah, er will mich matt setzen. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Bringen wir meinen Turm zurück. Huch, was ist denn jetzt los? Ist jetzt schon mal vorsorglich, damit er nicht auf Zeit verliert, oder was? Bisschen komisch. Oh, jetzt wird wieder auf Zeit gezogen, Freunde. Jetzt wird wieder auf Zeit gezogen. Jetzt wird wieder so richtig schön auf Zeit gezogen. Ja, es wird dirty. Es wird dirty.
Nein. Ich war nicht dirty genug. Ich war nicht dirty genug. Ich hätte dirtier sein müssen. Ja, na gut. Schade. Schade, schade. Ich war nicht dirty genug, Freunde. Was soll man machen? Schon Bock, nochmal eine Partie zu gewinnen gegen den Freund hier. Das wäre schon eine schöne Sache. Mal sehen, ob es gelingen wird. Ja, mit dem Remis konnte ich aber, also das Remis ging in Ordnung, ne? Ich stand schon schlechter davor. Und ja. Was meinst du, Benjamin? Verstehe nicht ganz, was deine Frage ist. War Remis, ey. War Remis. Springer E5. Ja, kann man machen, ne? Kann man machen. Dame G4. Ja, was jetzt? Was jetzt? Oh, ich bin Top-Partie scheinbar. Ja, wir machen mal den und F5. Solid. Solid Fortsetzung. Ja, das ist zu viel, Nils, wenn man den C3 auch noch mitnimmt. Das kann man sich nicht erlauben. Leider. Ist zu viel des Guten. So, jetzt haben wir uns ein bisschen befreit und wir haben immer noch einen Bauern mehr. Jetzt könnte ich den C3 einstecken, wenn ich will. Aber. Ja. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ach so, Läufer D4, deshalb nicht, ja. Na gut, Läufer D7. Dame H6. Können in das Endspiel gehen, aber ist natürlich angenehm für mich. Also, ich habe die bessere Struktur. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt vielleicht nicht viel, aber. Ich könnte sogar König H8. Ne, König H8 macht der Dame G7 zum Beispiel. Ich muss schon schlagen. H3. Na denne, haben wir Zeit, den Bauern zu decken. Turm F4 kann man auch mal überlegen. Aber erstmal den Bauern decken. Erstmal die wichtigen. Ja, Turm F4 droht so ein bisschen vielleicht. Oh, okay. Der Läufer ist doch fast weg. Warte mal. Hier ist doch was. Ich rieche was. Ich rieche was. Turm F4 und C5. Ah, ja, na. Das kann doch nicht sein. Die Dame deckt noch alles, oder was? Fast was weg. Aber eben nur fast. Schade. Ja, gut. Machen wir es trotzdem. Der Bauer hängt einfach. Oh, was mache ich denn?
Na komm, verwende deine Zeit. Tommy 3, auch komisch. Ah, wir spielen jetzt beide so komisch. Läufer E6. Das sind alles so komische Züge. Es wird schon wieder ein Gezocke. Ich sag's euch, Freunde, das wird wieder ein Gezocke. Remy. Naja. Mehr war jetzt nicht drin, ne? Was soll man machen? Mehr war jetzt nicht drin. So. Oh, ich will noch mal eine Partie gegen ihn gewinnen. Das muss doch möglich sein. Das muss doch drin sein. Oder nicht? Es muss doch irgendwie möglich sein. Einfach mal eine Pause machen. Nee, dann machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Ja, ist eher so ein Kreisverkehr auf jeden Fall. Ende kommen wir mit plus minus null raus, ja, ich sehe schon. Aber wir hatten ein paar interessante Partien auf jeden Fall. Ich glaube, das lässt sich festhalten. Okay. Machen wir einfach mal G4. Drauf da. Ab nach vorne mit dem Bauern. Ab nach vorne. Soll ich schlagen? Es fühlt sich an wie der richtige Zug. Jetzt opfern wir. Warum nicht? Ja, ob das richtig ist, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es könnte auch komplett verkehrt sein. Aber ich meine, man muss Neidorf so spielen, ne? So wird Neidorf gespielt. Kompromisslos. Aber ich glaube, es ist einfach verkehrt hier. Ich wollte G5 spielen, aber wenn er Läufer E7 macht, ich weiß nicht, was ich da machen soll, um ehrlich zu sein. Kann ich Springer E4 machen? Das droht nichts, ne? Ja, nee, das sieht nicht so gut aus. Ja, Läufer E7. Gucke ich ein bisschen doof aus der Wäsche, um ehrlich zu sein. Ich kann noch nicht mehr vorbeiziehen, weil hier der. Ich mit dem König noch auf B1 stehe. Auf C1. Müsste auf B1 stehen. Okay, jetzt ist es hingegen spielbar, denke ich. Hier machen wir erstmal Springer E4, damit wir auf B4, A4 machen können. So, jetzt König B1 erstmal zur Seite hier. Das muss einfach, vielleicht auch mal H4. Droht was? Es droht Schlagen, Springer C5. Okay, also Dame E3. Turm H4, ja, das wollte ich eigentlich genau vermeiden, dass er mit so einem Zug um die Ecke kommt, ne? Ja, jetzt stellt er den Turm nach F4. Ich hätte doch irgendwie H4 spielen müssen, ganz klar. Ich hätte den Turm, das hätte ich nicht erlauben dürfen, dass der Turm hier aktiv wird. Das ist unschön.
Ja, es ist nicht gut. Ja, wir müssen den abtauschen, glaube ich. Der ist zu aktiv, der Turm. Jetzt kommt auch noch der Springer. Es wird ja immer schlimmer hier. Wird ja immer schlimmer. Gut, dann probieren wir mal G6. Es ist riskant, aber jetzt können wir Dame H3 und Dame H8. Er läuft davon. Tja. Das ist leider möglich. Scheint mir. So, das kann ich zumindest hier mal schlagen. Dame G8. Wir müssen einfach weiter stänkern. Jetzt drum der Springer C5. Springer F6. Gut, er gibt schon mal einen ab. Ich hatte auch nur einen weniger, ne? Dann geht das ja jetzt wieder halbwegs. Okay, es geht schon wieder einfach um die Zeit jetzt hier, ne? Dame F5, komischer Zug. Springer E3. Ah, jetzt kann er opfern. Ja, das war klar. D5. Ob das eine gute Idee war? Ich glaube fast nicht. Aber vielleicht kriege ich irgendwie einen Dauerschach hin. Ja, ich glaube nicht. Ja. Ja, aber ich kann den machen. Ich kann den machen. Vielleicht kann ich mal wieder auf Zeit gewinnen. Yes. Da ist das Ding. Okay, letzte Partie. Letzte Partie. Okay, machen wir mal E5. A6 war eigentlich gut. Machen wir mal D6. Ah, da war doch gerade die Dame weg. Ich bin mir sicher, da war viel weg bei mir. Aber wir spielen einfach. Wir spielen einfach. Boah, das war heiße Partie mal wieder. Heiße Partie. Okay, was ist hier los? Nicht viel. B5. D5. Ruhige Stellung hier. Springer G3 macht er bestimmt. A4. Ja gut, kann er auch machen. Schockt mich jetzt erstmal nicht. So, wo sind wir gestartet? Bei 2777 oder so, ne? 2777? Ja, Paul gibt mir recht. Nie und nimmer 2650, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, Freunde. Das hat er einfach mal da reingeschrieben, ne? Damit es gut aussieht. Aber letztendlich 2650 sind das hier, denke ich nicht. Ja, gut, spielen wir D4, oder? Wenn er mir es schon so anbietet. Er provoziert mich ja geradezu dazu. Es ist eine Provokation. Schlage ich mit dem Bauern oder mit dem Springer? Springer D5. Was nun? Der Springer bedroht diesen Bauern. Das ist lästig. Tja. Vielleicht spielen wir einfach so. Aber
Ganz überzeugt bin ich nicht. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Er kann ja einfach auf E5 schlagen. Ich dachte, ich habe Dame D5, aber Läufer B3. Ah. Nu? Kann er macht er C4 bestimmt und dann, na gut, ich habe Springer D5 noch als Trick. Wer weiß, was hier wieder los ist? Wer weiß das schon? So, wenn ich jetzt schlage, was kommt dann? Ich schlage. Kommt Springer F7, oder wie? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Zeig es mir. Zeig es mir. Okay, das ist ja jetzt erstmal nicht so kritisch, aber geht natürlich, ne? Läufer E6. Erstmal hier safen, alles absafen. Wie geht's weiter? Springer B4 vielleicht. Springer B6. Hauptsache irgendwas spielen, ne? Ah, ich mache auch einfach erstmal H5. Läufer D2. Springer B6. Stellen die Dame nach D5. Und dann schauen wir weiter. So. Okay, dann holen wir uns den Bauern zurück. Da stehen wir schon gar nicht mal mehr so schlecht. Ja, gut. Stehen wir da, ne? Stehen solide auf jeden Fall, aber das ist es auch. Jetzt kommen wir rein. Jetzt kommen wir rein. Ja, oder auch nicht. Turm F7 als Idee. Ich muss aufpassen. Bist zu langsam, mein Freund. Yes! Let's go! Let's go! Nein! Gotta go! Okay. So, sind wir all-time high oder was? All-time high. Oder? Oder da war ich schon mal, 2779? Ich glaube, da war ich schon mal. Wo kann man das all-time high sehen? Hier, höchste Wertungszahl, 3. Mai um 21:04 Uhr. Ha. Ha, okay. Ja, na gut. Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Wir wollten noch in ein paar Partien reinschauen. Hatten wir noch nicht die Gelegenheit. Ah, ich habe viele Partien gespielt. Ja, es gab so ein paar, die waren wild. Die hier. Die war wild. Hier, schauen wir doch mal rein hier. Schauen wir nochmal rein. Analysebrett. So. Okay. Er hat einfach erstmal den Turm eingestellt. Ich habe ihn mitgenommen. Springer C3. So, was soll ich jetzt hier machen? D5 war verkehrt. Springer G4. Oh! Springer G4, FG4, Läufer G5. Das ist hübsch, oder Freunde? Das ist eine hübsche Lösung vom Computer. Das ist eine hübsche Lösung. Hier auf den Läufer, auf den Springer, saftig.
D5 war, ich glaube, zwei besser Zug oder so. D5, Läufer D6 war auch nicht so schlecht, Läufer A3. Ja, ich könnte jetzt auch direkt Springer D5 machen. Springer D5. Und jetzt Läufer A2, König F2, Läufer G3, König E2. Ah ne, so kam es in der Partie, oder? Also kam es in der Partie, ja. Ich glaube schon, König G1 müsste er machen, Dame D4, ja. Ja, er kriegt den. Okay, ja gut. Was habe ich gemacht? Ich habe geschlagen. So, das war eigentlich alles korrekt. König E2 sollte eigentlich komplett lost sein. Hier. So, und jetzt droht er eben, wenn ich jetzt den Läufer schlage, droht er hier Schach, Dame H7. Das ist das sogenannte Anastasia-Matt, Freunde. Sehr schönes Matt. Nicht so schön für mich. Ne? relativ seltenes Motiv. Aber das kann ich umgehen. Ich könnte zum Beispiel König H8 machen. Ich könnte F5 spielen. F5 wäre sehr überzeugend gewesen. Da muss man erstmal drauf kommen. Oder H6 wäre auch cool gewesen. Ich dachte, ich mache Läufer F5. Und wenn er schlägt, gebe ich einen Schach. Und dann hole ich den Läufer. Das Problem ist, er gibt erst das Schach hier. Und dann schlägt er. Na super. Na super. H6. Jetzt droht er nämlich wieder das Matt. H6 war jetzt gut. Turm Springer C4, Turm E8. Dame E4 war ein Fehler. Ja, Läufer schlägt C5 kann er machen, ne? Natürlich hätte er es gefunden, Georg. Das war sein Plan. Dame E4, F5 war ein guter Zug. Dame E6. Ich dachte, er macht jetzt. Ah ne, Dame E6, richtig. Dame C2. Ja, jetzt muss er natürlich Springer D2 machen. Dann ist er nach wie vor in der Partie. Es droht auch Springer G6 und so. Läufer F4. Und Springer G6 einfach ganz cool ignorieren, oder was? Ja, okay. Das, ja, das wäre schwierig geworden für mich, Freunde. Aber zum Glück hat er König E3 gemacht. Das ist natürlich Matt in 1. Ne? Das ist Matt. Das ist Matt. Hat er aber vorher noch aufgegeben. Okay, das war eine aufregende Partie. So, was hatten wir denn noch hier? Ja, welche auch nicht schlecht war, war diese hier. Das war diese hier. Ja, das war. Also, wir müssen in eine Analyse gehen. So, Läufer D3. Neidorf G4. Ein bisschen optimistisch, scheinbar. H6. Ach, H4 soll ich spielen? H4. Einfach mal Figur opfern. Okay, ich habe geschlagen. E5, es war zu optimistisch. Er sollte einfach Läufer E7 spielen. Dann schaue ich doof aus der Wäsche. HG5 ist aber auch besser für ihn. Turm D8. Ja, hier, ich muss H4 spielen. Ich darf nicht den Turm ins Spiel lassen. Läufer E4, Läufer E4, Springer C5. Ja, ist kein Problem. Dame C3 sogar. Ja, ist kein Problem. Ich darf nicht den Turm ins Spiel lassen. Das war ein großer Fehler. Turm H4. Turm E1, Springer B6. Dame G3 war gut. Turm F4. Nee, H4 habe ich nicht gemacht. Ich habe überlegt mit dem Bauer nach vorne. Ich dachte, es wäre zu langsam. Ich muss es probieren. Einfach mal mit dem Bauer nach vorne. Turm. Springer, aber jetzt G6. Ja, ich habe zumindest, habe ich ihn verwirrt. Ich habe ihn verwirrt. Dame H3, jetzt Dame steht E6 und Dame H8. König D7, Dame H7. Jetzt muss er F5 machen. Läufer F8 war nicht richtig, weil jetzt kann er nicht gut im Springer schlagen, schlage ich auf F6. Ja, da habe ich gut rumgetrickst, sage ich mal. Gut rumgetrickst. Springer, Dame G8. Ja, okay. Ja, jetzt hat er mir den Bauern gegeben. Ja, hier stehe ich immer auch auf Verlust, aber jetzt. Also, Springer C5 war so ein richtiger Verwirrungszug, aber es hat einfach wunderbar geklappt. Ne? Eigentlich ist es matt. Matt in wenigen Zügen hier. Aber er hat es halt nicht gefunden. Ne? Springer D2, Dame D2, Dame H8, Dame G7. Und was soll er jetzt machen? Er soll nicht nach C6 gehen, er soll nach C8 und dann nach D7. Und dann soll er den Läufer dazwischen spielen. Das wäre die Lösung gewesen. Ja, nicht so leicht zu sehen mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Hat er auch nicht gesehen, sondern er hat König C6 gespielt. Und jetzt bin ich back mit Dame C3. Bin ich doch am Leben. Und da hatten wir jetzt beide keine Zeit mehr. Ich habe ja auch noch den G-Bauern, ne? Ein gewisses Gegenspiel. D4, gut. Jetzt konnte ich noch seinen Läufer abtauschen irgendwie. Ja. Und jetzt ist es auch schon gewonnen auf einmal. Okay, das war jetzt einfach Zeitnot.
Okay, crazy Partie gegen Storytime 6. Ja, 2-8 leider nicht erreicht. Aber wir sind zumindest nicht bei 2,57 wieder drunter gekommen. Kurz sind wir drunter gekommen. Sind wir zumindest nicht in die falsche Richtung gegangen im Endeffekt. Ist eben nicht so leicht mit den 2,8, ne? Ist eben immer, ist nicht so leicht. Und wir bleiben dran und irgendwann holen wir uns die 2,8, da bin ich mir sicher. Das ist eine Frage der Zeit. Frage der Zeit. So. Freunde, wen raiden wir jetzt zum Abschluss hier? Wen raiden wir? Wer ist am Start? Wer ist am Start? Wer Kugel ist ist am am Start? Start. Ian Rosen, Kugel wer ist am ist am Start? Start. Gunny's World. Ja, gut, machen wir Kugel. Machen wir Kugel. Der Gute. Versucht gerade auch auf die 800er Zahl zu kommen, aber auf die 1,8. Insofern passt das ja. Okay, Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht, war aufregend. Ich muss mich jetzt erstmal erholen von der ganzen Aufregung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächsten Dienstag ist der nächste Stream. Kommt gut in die Haier oder habt noch einen schönen Abend mit Kugel. Ne, grüßt ihr mir gut, den Butsch. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao. So, das war jetzt erstmal Twitch. Ne? Das war erstmal Twitch. Und was hat denn Butch für ein Shirt an? Was ist da? Ist jetzt der. Ist jetzt, macht er jetzt einen auf Styles oder was? okay, Freunde von YouTube. Freunde von YouTube, an euch, für euch gilt das Gleiche. Schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ich glaube, dann ist ein Play Magnus Stream. Steht dann an. Und ja, bis dahin. Macht's gut.